Der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Ein Jahr nach der Sprengung stellt sich die Frage, waren deutsche Stellen darin verwickelt? Unser Kollege Dirk Pohlmann hat seine neuesten Recherchen vor dem UN-Sicherheitsrat vorgestellt. Außerdem, hochrangige frühere Regierungsbeamte aus Deutschland haben einen Plan für Frieden in der Ukraine vorgelegt. Gleichzeitig findet in Bergkarabach eine neue Flüchtlingstragödie statt. Und der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an die Erfinder der mRNA-Technik. All das und mehr jetzt im dritten Jahrtausend. Ja, die Ereignisdichte gegen Ende des Jahres, die nimmt immer zu. Es gibt unglaublich interessante Entwicklungen weltweit, über die wir reden müssen. Und ich rede nicht allein darüber, sondern wie immer mit meinen fabelhaften Kollegen, dem sensationellen Dirk Pohlmann. Ja, hier ist der sensationell aus Berlin, mehr oder weniger. Also sensationell, nicht Berlin, das ist klar. Und live zugeschaltet wieder aus dem weißen Raum, Matthias Völkers. Ja, hallo liebe Freunde und liebe goldigen Mitmenschen. Wir freuen uns auf eine schöne Sendung, würde ich sagen, oder? Ich freue mich und ich muss euch gleich mal eine Anekdote erzählen. Ich lag also abends neulich mit einem Holunderblütentee in der Hand in meinem Ohrensessel, hatte die Pantoffeln zur Seite gestellt, die Füße hochgelegt und mich auf eine spannende UN-Sicherheitsratssitzung gefreut. Ich mag diesen Grusel am Abend, wisst ihr das? Und dann plötzlich sehe ich das hier und ich denke mir, Mensch, den kennst du doch, das ist doch Jimmy Dore. jetzt im Ernst, Dirk, was hast du denn da getrieben im UN-Sicherheitsrat? Naja, Jimmy Dore hatte gesagt, er will einen Schockeffekt verbreiten und die Leute sollen sich fragen, weil wir riesig von der Leinwand runterkamen, wer ist dieser komische Zombie neben Jimmy Dore? Und deswegen hat er mich angerufen und eingeladen. Und so war ich dann dabei. War allerdings Voraussetzung war, dass ich nicht meine Holzwand hinter mir habe, sondern Bücher, um zu zeigen, dass ich ein belesener Zombie bin. Ja. Okay. Ja, stimmt, Mensch. Warum hast du denn bei uns nie diese Bücherwand? Kommt bald. Okay. Ich bin am Arbeiten hier, dass ich einen anderen Hintergrund habe. Der wird allerdings schwarz dann, ja, oder grün, okay, wenn du willst. Ja, das ist gut. Da kann man Sachen drauf kriegen, zum Beispiel ein Bücherregal. Nee. Aber jetzt im Ernst, was hast du dort erzählt im UN-Sicherheit? Wie ist erstmal dazu gekommen, dass du dort hingekommen bist und was hast du dort erzählt? Naja, Jungfrau zum Kinde, ja. Also der Leiter der Delegation, der russischen Delegation, kennt Willem Domke-Schulz. Den erkennt er wegen seiner Doku Remember Odessa, die ich an dieser Stelle nochmal heftig bewerben will. Die hat mehrere Preise in Russland schon gekriegt, in Deutschland nicht fernsehtauglich zum Ausstrahlen. Also die Ermordung von ungefähr 40 Gewerkschaftern in Odessa 2014, als das Haus angezündet wurde von Neonazis, ja, also denselben Truppen, die dann später noch an anderer Stelle extrem wichtig wurden. Eine unglaubliche Grausamkeit und etwas, was uns eigentlich als Minitekel hätte dienen können, um zu zeigen, in welche Richtung die Reise dort geht. Und der UN-Botschafter hatte den Willem Domke-Schulz gefragt, ob er jemand kennt, der zu Nord Stream. Sie würden sich interessieren für Leute, die in der Hinsicht recherchiert haben. Und dann hatte Domke-Schulz mich vorgeschlagen. Die haben sich angeguckt, was sich so dazu veröffentlicht hat. Und dann habe ich eine Anfrage gekriegt und habe auch gedacht, ging mir so ähnlich wie dir, ich bin aus meinem Ohrensessel gekippt, ja, als ich die Anfrage bekam. Dachte dann aber, ich wusste nicht, dass Jimmy Dore dabei ist. Den habe ich erst am Abend, tauchte er auch auf dem Mist. Wow, ja, also habe ich gedacht, okay, das ist ja jetzt wirklich eine große Ehre. Jimmy Dore hat auch eine super Ansprache gehalten, wunderbaren Überblick über die ganze Geschichte, sehr gut gemacht. Und ich hatte ja die Möglichkeit, ich habe verschiedene, also das heißt die Sachen von Ulla Tonander und von Hans-Benjamin Braun und hatte tatsächlich auch Neuigkeiten, wo ich dachte, das können wir jetzt ja mal in den Sicherheitsrat pumpen, weil auch Professor Braun hatte das ja in den Sicherheitsrat geschickt, aber keine Reaktion bekommen. Und das, wir sind alle davon ausgegangen, dass die Russen irgendwie nicht wollen, ja. Aber das Frappierendste für mich war, als ich gefragt habe, wie soll das denn ablaufen? Wollen Sie das vorher sehen? Wird das redigiert? Dann hätte ich Nein gesagt. Aber das war überhaupt nicht so, sondern die haben gesagt, nö, Sie haben vollkommen freie Hand, ja. Also Sie machen, was Sie wollen. Schicken Sie uns das vorher, weil wir es übersetzen müssen bei der UN. Das geht innerhalb von Stunden. So
so war es auch, weil das lange gedauert hat, das abzustimmen mit meinen beiden Quellen. Ich habe auch selber noch ein paar Sachen beigetragen, aber werden wir gleich drüber reden. Also kurz über das, was da in Informationen kam. Aber und dann hatte der mich wieder angerufen und ich dachte, ah, jetzt kommt das ZDF und sagt, wir müssen ein bisschen Dramaturgie ändern in Ihrem Film. War aber gar nicht so. Der sagte, gucken Sie doch mal, ob Sie die beiden Wissenschaftler dazu bewegen können, etwas fußgängertauglich, meine Worte jetzt, ja, sich auszudrücken. Geht nicht um Inhalt, geht darum einfach, dass das verständlich ist. Die Aufmerksamkeitsspanne wird gering sein. Und dann haben wir es tatsächlich, der hatte recht, er hatte vollkommen recht mit dem, was er gesagt hat, haben die beiden, nicht ich, sondern die beiden Autoren, haben das dann nochmal bearbeitet. Und dann ist es so über die Bande gegangen. Und ich habe dann allerdings gesagt, wir leben in einer Welt, in der jetzt Russland für Free Speech steht. Das ist schon schräg. Ja, also ich werde beim ZDF korrigiert und manipuliert und also da brauche ich, ich weiß genau, was sozusagen, kriegt ja auch einen Eindruck und die waren einfach so, wie ich die Russen jetzt schon mehrfach erlebt habe, die sind ungeheuer geradeaus. Das ist wirklich frappierend. Ja. Und also ich bin nicht zensiert worden, ich kann es laut und klar sagen. Und die haben ja dann hier auch noch im weiteren Verlauf dieser Sitzung darüber debattiert. Also vielleicht reden wir erstmal darüber, was hast du dort vorgestellt genau und was ist dann am Ende rausgekommen bei dieser UN-Sicherheitsrat? Aber vielleicht erstmal, weil da gibt's ja nun einiges Neues, ja? Ja, es gibt schon einiges Neues im Wesentlichen von Ulla Thunander. Abgesehen, mache ich jetzt vielleicht mal kurz, der Hans-Benjamin Braun hat auch kleine Neuigkeit, oder das heißt kleine, es gibt immer Gegenargumente gegen seine These der Mini-Nukes, unter anderem zum Beispiel jetzt, dass ja auch radioaktiv verseuchte Fische zu sehen sein müssten, wenn dem so wäre. Und tatsächlich hat eine deutsche Behörde Cäsium-137 in Fischen der Ostsee gefunden. Also das sieht so aus, als wenn auch dort eine Bestätigung seiner Thesen, es gibt ja noch keine einzige seiner Thesen, die widerlegt worden sind. Es sieht also aus, als wenn eine Bestätigung, eine weitere gefunden ist. Was ja, da die Thesen nicht widerlegt sind, ist es ein gutes Beispiel dafür. Niemand hat versucht, ihn zu debunken, also zu sagen, das ist alles Quatsch, was du da erzählst, sondern es gibt einen Mantel des Schweigens darüber. Aber auch Ulla hat neue Sachen. Er hat sich in Flight Radar 24 reingefuchst und hat sich die Tage angeguckt. Und jetzt kommt das Erstaunliche zutage, was auch Seymour Hersh in seinem Artikel ja beschrieben hat, nämlich in seinem neuesten jetzt, also zum Jahrestag, dass Scholz mehr weiß darüber, als er gesagt hat, also vorab informiert worden ist von beiden. Und jetzt mit den neuen Erkenntnissen von Ulla stellt sich die Frage, inwieweit Deutschland sich bereit erklärt hat, teilzunehmen. Denn was er gefunden hat, ist dass doch von Deutschland aus Flüge stattgefunden haben. Aber ich fange mal hier zuerst bei dem an, was wir hier sehen. Was wir sehen, ist eine Darstellung des Bornholm-Beckens, Bornholm Basin. Also die Merkwürdigkeit, dass die Explosion stattgefunden hat an einer Stelle, die 70 bis 80 Meter tief ist. Das ist die tiefste Stelle hier in der Ostsee. Nicht wie Hersh beschrieben hat, dass man eine besonders flache gesucht hat. Denn links und rechts oder östlich und westlich neben diesem Bornholm Basin ist die Tiefe 30 bis 40 Meter, wo man mit viel geringerem Aufwand hätte arbeiten können. Man hat sich offenbar mit Absicht diese schwierige Stelle rausgesucht. Und dazu gibt es auch die, er hat gesagt, die Tiefe und die Temperatur, die in dieser Tiefe herrscht, das sind ungefähr 10 Grad, spricht dafür, dass man eine Dekompressionskammer dafür gebraucht hätte, die auch nicht auf das Segelschiff gepasst hätte. Das ist also eine durchaus voluminöse Angelegenheit, wo nämlich Taucher bedruckt werden, wenn sie hochkommen. Was passiert ist, wenn man so einen langen Tauchgang hinter sich hat, verschwinden Teile von dem Stickstoff, der in der Luft ist. Oder wenn die mit Trimix tauchen, mit Helium, Sauerstoff und Stickstoff, Teile des Heliums und des Stickstoffs in dem Körpergewebe, die dann, wenn man auftaucht, rausperlen wie also Kohlensäure aus einer Flasche Wasser, die man aufdreht, was bis zu tödlichen Folgen haben kann. Dafür muss man eben eine Dekompression haben. Die Möglichkeit gibt es auch, sich schrittweise, also wenn das drin ist, dann kann man, indem man langsam auftaucht, sozusagen eine Etappe nach der anderen
und damit das Gas rauslässt aus dem Gewebe wieder, kann man das schaffen. Aber bei den Temperaturen, die in der Ostsee sind um diese Zeit, wird es auch wieder kritisch. Also das heißt, wir haben die Angabe, dass US Navy SEALs bei 10 Grad 5 Stunden tauchen können. Und da kommen wir in diese Bereiche, sind wir auf jeden Fall locker drin, wenn wir mit Dekompression arbeiten müssen. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einem technischen Taucher, der gesagt hat, er ist in 82 Meter Tiefe unterwegs gewesen im Roten Meer und im Persischen Golf und hatte dort eine also Bodenzeit von 25 Minuten, also ausgiebig, und hat das mit Dekomprimieren geschafft. Allerdings ist Persischer Golf und Dubai ist so warm, wie Wasser werden kann. Das sind andere Temperaturen. Also das ist ein interessantes Argument. Ulas Argument war, dass man die Dekompressionskammer annehmen kann, dass sie gebraucht worden ist, die auf das Segelboot, von dem wir immer gehört haben, Andromeda, nicht draufpasst. Aber was auch noch wichtig ist, wenn du es zeigen kannst, war ja Baltop 22 vorher die Übung. Und dort gab es zwei Schiffe, nämlich die USS Kearsarge, ein Flugzeugträger, nennt man einen Kleinträger, links unten. Der ist immerhin 257 Meter lang. Und USS Gunston Hall, 190 Meter. Beide Schiffe sind darauf eingerichtet, Mini-U-Boote rein- und rauszulassen. Während der Operation, also die haben Luken im Schiff, sodass die U-Boote rausschwimmen können und reinschwimmen können wieder. Also ideal geeignet, auch eine Dekompressionskammer, mit der man arbeiten kann dann. Das wäre also die komfortablere Version gewesen. Und der hat darauf hingewiesen, dass man die Operation des Ausbringens des Sprengsatzes trennen würde von dem Spreng selber, auch aus Gründen der glaubwürdigen Abstreitbarkeit, plausible deniability, und dass insofern auch das geeignet ist, die Baltops. Außerdem wissen wir ja, dass bei der Baltops-Übung Taucher mit dabei waren über eine Zeugenaussage. Eine davon hat sogar Thomas Röper veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass der Mann sich auch an andere gewendet hat. Taucher, die beschrieben wurden als arrogant im Auftreten, dass sie aussahen wie, man hielt sie für islamische Terroristen, passten also nicht in den militärischen Duktus dieser Leute rein, Geheimdiensttaucher, die aber auf der Übung mit dabei waren, wo die Leute sich fragten, die Soldaten, was sind das für Leute, die hier operieren? Ja, also das ist der eine Teil davon. Der andere Teil, wenn ihr Fragen habt dazu, können wir jetzt da schon drauf eingehen. Ja, wegen der Dekompressionskammer. Ja. Ab welcher Tiefe braucht man die denn? Ne, das ist nicht eine Frage der Tiefe nur, sondern je tiefer, desto länger muss man dekomprimieren. Also das ist nicht ab hier und dann braucht man sie, sondern je tiefer man runtergeht, umso eher. Also das heißt, für Amateurtaucher ist die Grenze 35 Meter. Und wenn man weiter unten ist, je tiefer man geht, umso länger ist es. Und dann ist man eben umso länger im kalten Wasser. Das ist das Problem, dass man sozusagen zwei Limitierungen, wenn man jetzt einfach Sauerstoffflaschen hinterher schicken könnte oder Trimix-Flaschen mit einem zweiten Taucher, der bringt die runter, dann könnte man sich ja stundenlang langsam hocharbeiten, wenn man zum Beispiel im Persischen Golf ist, bei 28 Grad Wassertemperatur. Bei 10 Grad wird die Temperatur dann das Problem, weil die Leute ja auskühlen. Also das ist von mehreren Seiten abhängig. Also es gibt keine feste Antwort darauf. Je tiefer, desto mehr. Und bei 70, 80 Metern braucht man Dekompressionszeiten. Wie gesagt, die Verweildauer, die angegeben ist von den Amerikanern für ihre Navy SEALs, ist 5 Stunden bei 10 Grad. Und dann ist es ja so, also da ist Matthias und der hat sich ausgeschaltet. Matthias hat seinen Ton ausgemacht. Jetzt okay, ich will noch mal kurz das erklären, weil also man muss dann eben ganz langsam nach oben gehen, ja, wenn man in diesen Tiefen unterwegs ist. Und das ist das Entscheidende, was Dirk gerade gesagt hat, dass du, wenn das Wasser nur 10 Grad ist und, ja, was weiß ich, 10 Meter, 20 Meter höher, ist es dann schon vielleicht 12 Grad. Aber du musst auf diesen Temperaturebenen lange aushalten und kannst nur dann, wenn du ohne Dekompressionskammer solche Tiefen tauchen willst, brauchst du eben. Und das geht im Persischen Golf oder in Dubai, aber es geht nicht in der Ostsee. Ja, so muss man sich das klar machen, glaube ich. Ja. Das wollte ich nur kurz einwerfen.
Okay, so jetzt hat ja das ZAPP Medienmagazin vom NDR eine investigative Doku veröffentlicht, die möchte ich mal hier kurz zeigen. Und da ist, wir gehen dann nachher noch drauf ein, hier dieses Foto auch, dass die tatsächlich eine Explosion der Pipeline zeigen soll. Mhm. Mit den Maßen 350 Meter mal 56 Meter. Und da wollte ich fragen, also ich hätte nicht gedacht, dass man mit ein paar Kilo Sprengstoff an Bord von so einer kleinen Yacht so eine riesengroße Explosion verursachen kann. Oder ist das meine Milchmädchenrechnung und eigentlich geht das? Nein, es geht nicht. Es gibt, eine von den Argumentationen war ja, dass die Pipeline, die auch in dieser Doku gezeigt wird, dass es reicht, wenn man ein kleines Loch mit wenigen Kilo Sprengstoff, also die Rede ist dann jetzt von 50 Kilo, nicht in dieser Doku, sondern von dem Erik Anderson, der interviewt worden ist. An Bord war Jeffrey Brodsky, den ich interviewt habe für TNT Radio, der gesagt hat, ja, dann ist das so, man macht nur mit in diese 3 Zentimeter. Also jede Abteilung sind 12 Meter und die wiegen 24 Tonnen, 3 Zentimeter Stahl mit Beton drumherum. Und wenn man da ein kleines Loch reinsprengt, dann sozusagen geht dieser ungeheuer hohe Druck, 180 Bar, geht hoch und die zischt sozusagen wie eine Rakete nach oben, die Pipeline, und zerreißt damit. Und dann käme durch das ausströmende Gas, das sei eigentlich die Explosion und nicht die Explosion selber. Und das hat Professor Braun schon, das habe ich auch vorgelesen, widerlegt, weil wir haben ja die seismischen Ereignisse und die Druckwelle verbreitet sich schneller als die Welle, die durch die, mit der Geschwindigkeit, wäre die Geschwindigkeit, die Schallgeschwindigkeit, mit der sich das fortsetzen würde im Wasser, und die Druckwelle ist deutlich schneller gewesen als die Schallgeschwindigkeit von 1,5 Meter Kilometer pro Sekunde im Wasser. Wasser hat eine höhere Dichte. Also das kann nicht die sehr starken gemessenen Explosionen, insbesondere bei der zweiten Explosion, wo das angeht mit einem Minimum von 150 Tonnen TNT äquivalent, können nicht diese Effekte der seismischen Messung erzeugt haben. Also diese These, die auch in dem ZAPP gezeigt wird, dass es sich die Nord Stream Pipeline mit ganz geringen Mengen Sprengstoff zu sprengen war und dann kaputt gegangen ist durch den Druck, ist damit eigentlich, ist damit hinfällig. Was aber interessant ist, dass ein Jahr, da haben Sie selber darauf hingewiesen, ein Jahr nach dem Nord Stream Ereignis taucht dieses Foto auf, was der deutsche Kapitän Helge Jørgensen auf einem Schiff aufgenommen hat. Und wenn wir das Foto nochmal zeigen, dann sieht man, dass man eine Wasserkuppel vor sich sieht. Es soll nach den Angaben, die in dem Film sind, wenige Minuten nach der Explosion aufgenommen worden sein. Und es sind 56 Meter Höhe, 350 Meter Breite. Wenn das stimmt, wäre interessant, wie Sie das festgestellt haben wollen. Dann ist das eine ziemliche Wasserkuppel. Und als Äquivalent will ich nochmal sagen, unter anderem in Schweden wurden im Rahmen der U-Boot-Jagd 600 Kilo-Minen gezündet. Die haben eine Wassersäule von ungefähr 60 Metern, aber nur ganz gering, also nur wenige Meter Durchmesser. Das geht sozusagen senkrecht als Fontäne hoch. Und das hier, als ich das gesehen habe, das hat jetzt ZAPP netterweise veröffentlicht und hat mich doch sehr erinnert an die Beschreibung und auch das, was man sehen kann, nämlich das, was wir jetzt hier sehen, nämlich das ist eine Aufnahme von einer 30 Kilotonnen Wasserstoffbombe, wo geguckt wurde, ob man mit kleinen Atomexplosionen U-Boote zerstören kann. Das ist eine frappierende Ähnlichkeit aus meiner Sicht. Diese 30 Kilotonnen hier sind also das 10- bis 30-fache der Explosionskraft, die Braun errechnet hat. Wenn du das mal hin und her schalten kannst, dann kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, wie ähnlich das aussieht. Und das ist frappierend. Das ist jetzt ein weiteres Argument für Braun, was ZAPP in Unkenntnis wahrscheinlich der Veröffentlichung von Braun gezeigt hat. Also hier sehen wir sozusagen, das ist nun wirklich so ähnlich, dass man sagen kann,
verdammt nochmal, ja, ja. Ein weiteres Argument. Ein weiteres Argument für Professor Braun, der ja nicht vorkommt. Aber durch meinen Vortrag vor den Vereinten Nationen jetzt seine Argumente zumindest zutage kamen über die Sprengstoffwirkung. Was aber noch wichtig ist, abgesehen davon, ist eine neue Sache, die Ola Thunander auf den Tisch gelegt hat, nämlich, dass in der Nacht vom 21. September letzten Jahres eine US Poseidon, also so ein U-Boot-Jäger, den haben wir vorhin neben der Kearsarge gesehen, also so eine umgebaute 737, die ich glaub, 190 solche Sonarbojen an Bord hat, die sie da gerade abwirft. Das ist, also da ist alles Mögliche an Waffentechnik drin. Was übrigens auch, es wurde dann gesagt, auch in diesem Beitrag von ZAP, dass die Maschine in Norwegen ja noch gar nicht in Einsatz war, aber die haben Mitte 22 haben sie die ersten Maschinen nach Norwegen, nach Evenes geliefert bekommen und die sind in der Erprobungssituation. Das wäre übrigens ideal geeignet, um das zu nutzen, weil da gleichzeitig Amerikaner und Norweger an Bord sind, gemischte Besatzung, um die Leute einzuweisen. Für die Piloten ist Piece of Cake, das ist eine 737, hat ein ganz normales Cockpit, wird auch von Lufthansa Technik, die Bundeswehr kriegt jetzt ja auch so Maschinen, erst 5 und jetzt noch nach der Sache 7 mehr, ja, also kommen jetzt 12 Maschinen dieser Art, werden auch an die Bundeswehr ausgeliefert. Und da ist eine geflogen, die kam von Sigonella, also von Italien. Es gibt 3 Standorte, von denen diese P8 der Amerikaner hier in unserem Gebiet unterwegs sind. Das ist Lossiemouth in Schottland, ganz oben ein Platz. Es ist Keflavik auf Island und Sigonella. Und die kam von Sigonella. Und die ist dann an später, also das heißt 3 Nächte, das ist jetzt gerade mal raus, an 3 Nächten bis zu der Explosion ist eine Poseidon von Keflavik gekommen, Waters zu den Gewässern von Bornholm. Aber gehen wir mal davon 3 Nächte lang. 3 Nächte lang ist eine Poseidon von Nordholz, also dem Standort der Marineflieger, das Marinefliegergeschwader 4, die deutschen U-Boot-Jäger, ist eine Poseidon in das Gebiet nach Bornholm geflogen. Was ist das bitte? Also sozusagen weiß unsere Politik, dass dieser Einsatz, der werde ich jetzt noch gleich klarstellen, im Zusammenhang mit der Explosion stand, von einem deutschen Standort, von einem Bundeswehrflugplatz aus, Flughafen, ja, gestartet wurde. Also 2 Stunden vor der Explosion um 2:03 Ortszeit, also 003 UTC, also Greenwich, hat man früher gesagt. In der Fliegerei geht man ja auf diese Greenwich-Zeit alles, damit man nicht ständig hin und her rechnen muss. Ist eine Maschine von Keflavik, Island gekommen und ist in die Gewässer östlich von Bornholm geflogen. Und die ist ungefähr eine Stunde nach der ersten Explosion, also der etwas schwächeren, ist sie dort über dem Explosionsort gewesen. Und genau im Moment, in der Minute der Explosion, startet von Spangdahlem, das ist auch ein deutscher Platz, ein deutscher Militärflughafen, startet ein Tanker, also eine umgebaute 707 ist das, die fliegt nach Polen und trifft sich dort mit dieser P8. Die P8 wird betankt und 4 Stunden kreist dann diese amerikanische P8, also U-Boot-Jäger, Marineaufklärer, kreist über Bornholm. Und zwar für die nächsten, östlich von Bornholm, für die nächsten 4 Stunden. Und dann ist sie wieder über die Ostsee rausgeflogen und hat ihre Transponder ausgeschaltet um 5:10 Ortszeit. Also 2:03 Ortszeit war die Explosion. Ist immer noch, und 9 Uhr fliegt die Poseidon wieder genau über die Explosionsstelle zum letzten Mal. Und das sind ungefähr 2700 Meter, also eine operative Höhe für so ein Militärflugzeug. Und dann steigt sie wieder hoch auf 10 Kilometer. Das ist die Reiseflughöhe, mit der sie nach Keflavik zurückfliegt. Und die Tatsache, dass eine amerikanische P-8 Poseidon, die eine Patrouille geflogen ist, genau in diesen Gewässern für Stunden in der Nacht und am frühen Morgen des wichtigsten Terrorereignisses auf europäische Infrastruktur, die es jemals gegeben hat, ist wohl schwerlich als Zufall zu bezeichnen. Ja, also das ist doch eher ein Indikator dafür,
dass es ein Vorwissen bei den Amerikanern gab, was hier passieren wird, was nicht dafür spricht, dass sie vollkommen, wie Bundeskanzler Scholz gesagt hat, die Amerikaner haben damit nichts zu tun. Es sieht doch mehr danach aus, dass sie etwas damit zu tun haben. Abgesehen davon, ein weiterer Faktor, den er aufgeführt hat, der norwegische Ministerpräsident Støre, der in den USA offenbar informiert wurde. Er war in Norfolk und auch hat sich mit Biden, mit dem Außenminister getroffen, mit Blinken, und wurde wohl informiert, dass dort von Norwegen, also dass diese Sache stattfindet, und hat sich dann dazu entschlossen, die große Einweihung, zu der der Ministerpräsident von Polen, er selber und auch noch der von Dänemark, soweit ich weiß, sozusagen größte Ereignis, wir haben eine Pipeline, mit der wir Nord Stream teilweise überflüssig machen können und jetzt verdienen wir Geld mit dem Transport von Erdgas. Das wäre einen Tag nach der Explosion gewesen. Also das heißt, er ist wohl informiert worden über diese Explosion und hat dann diesen Termin, den wichtigsten Termin, ausländischen Termin des Jahres für ihn, mit sozusagen Norwegen als großer, die große Geschäfte machen in diesem Gebiet, hat er abgesagt und ist stattdessen in eine Schule gegangen, mit einem sozusagen so einem Publicity-Termin. Und das hat Tonanda gesagt, es wäre ja die größte Erniedrigung, größte Beleidigung Norwegens gewesen, wenn der Premierminister am nächsten Tag sozusagen als Mafia-Händler auftaucht und sagt, wir verdienen jetzt Geld mit dieser Explosion. Er hat sich davon war Abstand genommen. Hirsch hat nochmal in seinem neuen Artikel gesagt, Norwegens trotzdem hängt mit drin. Vielleicht hängen sie zum Teil mit drin, aber auf jeden Fall gab es eine Abneigung des Ministerpräsidenten von Norwegen, sich so vorführen zu lassen von den Amerikanern. Das sind neue Informationen, die gibt es auch nirgendwo sonst. Erstaunlicherweise eben nicht, nicht in normalen Medien, die immer noch angestrengt weggucken dazu. Also wir haben diese ganze Argumentation von Braun, wir haben die Sachen von Tonanda, das habe ich vorgetragen vor dem Weltsicherheitsrat und war überrascht, weil ja die Russen bisher überhaupt keine Reaktion auf die Anschuldigung von Braun losgelassen haben. Außer wir haben darüber gesagt, es gibt immer mehr Drohungen, dass das Ganze in Richtung eines Nuklearkonflikts sich zu bewegen scheint. Ja, und da gab es ja danach im UN-Sicherheitsrat dann noch eine Debatte. Ist dann irgendwas Neues rausgekommen? Debatte gab es nicht. Es gab das Verlesen von vorbereiteten Statements. Und die meisten Länder, also die ganze, es geht die Unterschied ist, dass die westlichen Länder, also NATO-Staaten, nenne ich das jetzt mal, sind der Meinung, sie haben großes Vertrauen darin, dass Schweden, Dänemark und Norwegen den Täter fänden durch ihre Untersuchungen. Und vielleicht dauert das jetzt noch mal länger. Also nach einem Jahr wissen wir ja gar nichts. Ich erinnere an 9/11, wie schnell festgelegt wurde, wer der Täter war und auch die militärischen Aktionen danach. Nichts dergleichen jetzt. Also die erste Tagesschau-Meldung war ja, wir haben Druckverlust in der Leitung. Wurde gar nicht von Sprengung geredet. Das war alles ganz überraschend und man hat das stückweise nur bekommen. Dann wurde gesagt, dass die Parlamentarier nichts dazu erfahren können, weil die Sache so kompliziert sei oder so gefährlich, dass sie das Staatswohl beträfe, weswegen die Abgeordneten nicht informiert werden müssten. Es gibt auch keine Gewaltenteilung, es gibt keine Kontrolle der Exekutive durch das Parlament mehr, sondern an dieser Stelle ist National Security auch in Deutschland eingezogen jetzt. Dann haben die alle auf ihren Handys drauf geguckt, die USA und Großbritannien haben das gesagt. Dann gibt es China und einige andere Reihe anderer Länder wie die afrikanischen Staaten, die sagen, wir brauchen eine unabhängige Untersuchung, was auch Russland gefordert hat, dieses Vorfalls durch die UN, was die anderen ablehnen. Und das Interessante ist, war eigentlich die einzigen Länder, die gezeigt haben, dass sie zugehört haben, was Jimmy Dore, was ich auch erwähnen muss, der einen sehr guten Vortrag gehalten hat, das lohnt sich, eine Übersicht über die ganze Situation mit den ganzen Stellungnahmen vorher, warum das unglaubwürdig ist, dass die Amerikaner nichts wissen. Er sagt also Newland, er sagt Biden, Newland hatte ja nicht nur gesagt, dass es endlich ein Haufen Metall am Boden der Ostsee ist, sondern vorher auch gesagt, dass das nicht stattfinden wird. Blinken hatte gesagt, jetzt hat man großartige strategische Möglichkeiten. Ich habe darauf hingewiesen, dass Enrico Mattei, der Chef von Eni, also dem italienischen Erdölkonzern, 1962 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, von dem wir heute wissen, dass er durch eine Bombe verursacht war. Hat man 30 Jahre auch nicht drüber geredet. Ist spät durch eine Exhumierung nachgewiesen worden, weil Metallsplitter in den Knochen der Leichen waren. Und der hatte zu dem Zeitpunkt
als er starb, hatte er den größten Industriedeal, den Italien bis dahin jemals abgeschlossen hatte, nämlich Pipelines gegen Erdöl mit der Sowjetunion abgeschlossen. Und es gab einen Brief der Mineralölwirtschaft an die CIA, wo gesagt wurde, dass Enrico Mattei ein noch größeres Schurke sei als die Sowjetunion selber. Darauf habe ich hingewiesen und dann aus meiner Doku Täuschung, die Methode Reagan, die Sprengung der Yamal-Pipeline mithilfe von gefakten Mikrochips durch die Amerikaner 1982 und die Tatsache, dass Helmut Schmidt in der amerikanischen Regierung zur Persona non grata wurde, war er vorher nicht. Er war ein treuer Atlantiker durch sein Erdgasröhrengeschäft mit der Sowjetunion, weil er darauf bestand. Übrigens auch damals Margaret Thatcher. Das war eine ganz europäische Angelegenheit. Die wollten alle das billige Erdgas und die Margaret Thatcher wollte von der Sowjetunion das haben und die Amerikaner sagten, das geht nicht. Das ganze Geschäft war mal angelegt auf 400 Milliarden und ist dann irgendwo rausgekommen bei einer geringen, also einstelligen Milliardensumme, die da rauskam. Das wurde schon mit massiver Gegenwehr der Amerikaner bearbeitet. Ist also nicht der erste Fall und auch nicht der erste Fall einer Sabotage von solcher, also wie kriegt man das weg? Und das konnte immer gesagt werden. Die afrikanischen Länder, das muss ich sagen, die afrikanischen Staaten, die im Weltsicherheitsrat waren, die haben zugehört und haben darauf hingewiesen, dass sie das interessant fanden, was wir gesagt haben. Für die anderen war es, die haben die ganze Zeit aufs Handy geguckt und haben ihre vorbereiteten Stellungnahmen verlesen. Ja, also ja, und eben, wie gesagt, Seymour Hersh hat ja in seinem letzten Artikel da zum Jahrestag klar gemacht, also seine Quelle, sein Official aus der CIA, dem er auch vertraut, den Namen nicht nennt, wie immer bei seinen Quellen. Ja, und der hätte ihm klar gesagt, du, als Biden und Scholz sich da getroffen haben, auch dieses Pressekonferenz war, wo die Journalistin noch nachfragt, ja, Mr. President, wie ist denn das hier? Sie sagen hier, Nord Stream wird gestoppt, das ist doch nicht Ihre Pipeline, das können Sie doch gar nicht. Und Biden antwortet und Scholz steht daneben. Ich verspreche Ihnen, das kriegen wir schon hin oder so, dass bei diesem Meeting davor oder danach eben Scholz auch eingeweiht worden ist. Also sprich, man hat ihm gesagt, hör zu, Olaf, da wird demnächst was laufen, halt den Ball flach. Ja? Mhm. Und das hat ja Deutschland jetzt seit einem Jahr gemacht, ja, den Ball wirklich flach gehalten. Keine Ermittlung, naja, der Generalbundesanwalt ermittelt, wird erzählt. Das erste Mal, als sie hingefahren sind, haben sie nur einen Schnorchel dabei gehabt und dann angegeben, ja, unsere Taucher hatten nicht das richtige Material, wir mussten wieder zurückfahren. Also so eine Pseudo-Ermittlung findet seit einem Jahr statt und Scholz sagt keinen Ton dazu. Ja, und ich gehe wirklich davon aus, dass Hersh auch recht hat oder beziehungsweise sein Informant. Ja, natürlich hat man das dem Scholz erzählt, weil sonst, wenn das passiert wäre, hätte doch die deutsche Regierung ganz anderen Alarm gemacht. Ja, also hallo, da wird mir die wichtigste Energieader weggehauen in einem gigantischen Anschlag und ich zucke erstmal so mit den Schultern und sage, ja, wir wissen nicht, wer es war. Und der Russe war es. Erstmal kommt die Verschwörungstheorie. Genau. Also eine echte Verschwörungstheorie muss man mal ja sozusagen, bis Hersh rauskommt, wird überall wird diese beinhaltet wirklich alle Klassifikationen, die Professor Butter für eine Verschwörungstheorie aufgestellt hat oder Frau Pia Lamberti, die in dieser Stelle aber wieder dröhnend schweigen. Und dazu, Sarah Wagenknecht hat in ihrem Blog, also dem Videoblog, den sie hat, Wagenknechts Wochenschau heißt das, glaube ich, hatte sie gesagt, dass ihr nach ihren Informationen 4 Ermittler in Deutschland an dieser Geschichte arbeiten, aber über 100 an dem angeblichen Reichstagsputsch, nenne ich das jetzt mal, von diesem, wie heißt der? Reichsbürgerputsch, mit diesen, ja, die Rentnerband, die da... Reuß, ja. Also das wird mit großem Werf betrieben, weil man damit ja auch im Umfeld dessen ordentlich Leute wegräumen kann oder in Beobachtung kriegen kann.
Aber die erst mit Hirsch, und ich sage nochmal, Hirsch hat selber darauf hingewiesen, dass er eine ganze Reihe von preisgekrönten Publikationen hat, wo er überhaupt keine Quelle angegeben hat. Und die Quelle, es gibt auch überhaupt keine Quelle für die Variante von Andromeda. Das ist sozusagen rausgetröpfelt aus den Ermittlungen und wird angeblich streng geahndet, dass da jetzt was rausgekommen ist. Und es ist ja die harmloseste Variante, die möglich ist, also die Ukrainer, irgendwelche Ukrainer haben das gemacht und der Selenskyj, er wusste nichts davon und der Generalstab wusste auch nichts. Niemand wusste, was da durchgeknallte Hobbytaucher sind da rausgefahren mit dem Segelboot und haben die größte riesige Sprengung da veranstaltet. So, das ist ja das offizielle Narrativ, ja, was jetzt. Auch eine Verschwörungstheorie, vollkommen absurd, ja. Also da sowas wird hochgezogen und hat ja auch keine Quelle. Aber, da kann man aber berichten, ohne Ende, und kann sagen, während man ohne Quelle berichtet, sagen, Hirsch ist unglaubwürdig, weil wir wissen nicht, er hat nur eine Quelle. Er hat ja nur eine Quelle genannt und keinen Namen, ja. Aber das ZAPP Medienmagazin hat ja in seiner, ich möchte noch mal kurz auf diese Doku zurückkommen, in dieser investigativen Doku hier diesen Ingenieur zu Wort kommen lassen, der hat selber einen Tauchroboter rumgeschickt und die heißt es bei Timecode 2450, nur ganz klein, dass hier ein kleines Loch an der Röhre ist, 70 Kilometer weiter westlich, das als erstes gesprengt wurde, der eine Ort, an dem die Pipeline nicht über große Strecken zerfetzt ist, weil zu diesem Zeitpunkt bereits weniger Druck drin war, heißt es. Das kleine Loch verrät, entgegen früheren Annahmen reichten wohl wenige Kilogramm Sprengstoff. Sind diese Aufnahmen jetzt sozusagen der Beweis dafür, dass es eben doch nur wenig Sprengstoff brauchte, um diese Pipeline in die Luft zu jagen? Lösen sich damit die Anschuldigungen von Professor Braun und auch deine, Dirk, in Wohlgefallen auf? Ja, ganz klar, völlig. Wir haben ja gerade das Foto gesehen von dem Kapitän, wie das da aussieht, dieser Dom. Wir haben die seismografischen Messungen. Jetzt geht's ja schon los. Wie viel Sprengungen waren es denn? Also er hat ja gesagt, es ist entstanden, was ich vorhin schon referiert habe, durch das ausströmende Gas. Es gibt aber auch einen Artikel von der BBC, die hingefahren ist, wie er mit einem Boot und auch mit Drohnen an einer anderen Stelle gefilmt haben. An der anderen Stelle fehlen 250 Meter Pipeline. Die sind weg. Einfach weg. Diese Stelle, die er hier zeigt, ist mit geringen Beschädigungen. Und jetzt ist ja die Frage, woher kommen denn die zwei seismischen Ereignisse, die wir haben, die auch noch mit einer im ersten Fall, wir haben nur zwei solche seismischen Ereignisse. Das heißt, die eine Sprengung muss beide Pipelines weggenommen haben. Die Dänen sagen, es gibt vielleicht ein drittes, 7 Sekunden nach der zweiten Explosion noch eine, von der Braun sagt, das hängt, ist sozusagen eine Rückkehr der Schockwelle, weil ja diese, das Gebiet oberhalb der Sprengung von dem Bornholm Basin wiegt ja wie ein Parabolspiegel, wodurch diese Schockwelle Richtung Kaliningrad geschickt wurde. Die Messungen, die wir gesehen haben, sind im Windschatten der Insel Bornholm. Also die hier ist Explosion, dann kommt da Bornholm und dann misst man hier hinten im Windschatten davon sind zwei Stationen, die mit 2,1 angegeben wurden. Wenn man den Mittelwert der Station von Schweden nimmt, hat man 3,1 und dieses 2,1 zu 3,1 sind eine Verzehnfachung. Das ist eine logarithmische Skala, also von 2 zu 3 ist die Zehnfache und die 35-fache Menge an Sprengstoffwirkung. Da geht noch ein anderer Faktor mit rein. Also das spricht alles absolut gegen diese These der geringen Maß an Sprengstoff, weil diese Explosion ist noch in Grönland aufgezeichnet worden. Und wenn das 50 Kilogramm wäre, würde jede Baustelle in Dänemark, würde man in Grönland dann auch messen können. Aber das ist die Stärke. Wir reden von einer, was Braun berechnet hat, ist Minimum 150.000 Kilogramm TNT-Äquivalent. Das ist die Minimumgröße. Es geht, wie er sagt, ja 1 bis 4 Kilotonnen, also 1.000 Tonnen TNT-Äquivalent. Und das ist eben mit einer Mini-Nuke gut zu machen. Und die gibt dann so einen Wasserdom, wie wir ihn jetzt auf dem Foto. Ein Jahr später sehen wir das Foto. Was ist denn das? Ja, warum wird dieses Foto, wieso kriegen wir das jetzt nebenbei mal erzählt? Das fragen sie ja sogar in der ZAPP-Doku. Also diese Geschichte, die dort erzählt wird, ist, haltet den Dieb, würde ich das nennen, und die Sache runterzuspielen. Es ist alle Indizien, die ich kenne. Und nochmal ist ja die Aufforderung, widerlegt die 6, 7 mittlerweile Argumente von Professor Braun. Das ist eigentlich der Weg, wie es in der Wissenschaft funktionieren müsste. Also das heißt, man müsste dann etwas finden,
wo man sagen kann, aber das können wir ganz anders erklären. Das Erste, was ja gesagt wurde, war, wenn es denn eine Wasserstoffbombe war, müsste man ja eine Aerosolwolke, die übrigens gut zu sehen ist auf dem Video, was ich verlinkt habe, da kommt die Explosion, kommt das Wasser hoch und dann geht konusmäßig, ja, geht Wasserdampf raus aus diesem Gebiet. Und dann findet Braun diese Aerosolwolke in den Messdaten. Und dann wurde gesagt, dann müssen wir auch in der Luft Isotopen haben. Wenn du weiter zurückgehst, das ist schon, also 30 Sekunden vorher, noch weiter zurück. Du musst an dem Moment, ja genau, da. Also wenn man, so jetzt sieht man es gleich. Da. Da kommt. Da geht ja die Aerosolwolke raus. Die geht dann mit dem Wind, die ist gemessen worden. Dann wurde gesagt, da muss man, auch wenn es eine Mini-Nuke ist mit wenig Radioaktivität, muss man Isotopen in der Luft finden. Auch das hat er gefunden. Dann die Fische. Man würde übrigens mit TNT, also mit einem chemischen Sprengstoff, würde man mehr tote Fische produzieren. Mit dem Wasserstoff, mit der Mini-Nuke würde man in dem Gebiet die Fische im Wasser verdampfen. Also das heißt, da ist dann gar nichts mehr übrig. Aber auch das ist gefunden worden. Also jedes Argument, was aufgeführt wurde, um zu sagen, spricht aber dagegen, hat eigentlich die These verstärkt. Und es ist aber vollkommenes Schweigen dazu, ist ja klar, weil dann wären wir in dem Bereich der Büchse der Pandora. Auch der NDR sagt, das ist problematisch. Was macht man denn? Sie haben es am Beispiel Ukraine. Wir versorgen ja die Ukraine mit Waffen. Wenn die uns jetzt die Pipeline sprengen, dann sagt doch der Reporter, dann können wir ja trotzdem weiter Waffen liefern. Also mit uns kann man machen, was man will. Das ist der Endeffekt, den man gerade gehört hat dazu. Tatsächlich wäre es aber ein Angriff einer befreundeten NATO-Nation, einer angeblich befreundeten, auf einen Terroranschlag innerhalb der NATO. Damit wäre die NATO obsolet. Und ich glaube, jetzt mal so gesprochen, der Grund, warum es einen Whistleblower aus so hoch in der CIA an Hirsch gegeben hat, weil die diese Wahnsinnigen stoppen wollen, die vor gar nichts mehr Halt machen. Also weder davor, einen Alliierten anzugreifen, noch in Richtung Nuklearkrieg zu gehen. Das ist einfach, diesen Jungs muss man einen Stock in die Speiche schieben. Und das ist der Grund, warum es einen Whistleblower gibt, weil es da Leute gibt, die sagen, hier sind, es geht nicht mehr, jetzt müssen Erwachsene wieder die Politik, also nicht geriatrisch betreute Präsidenten, sondern Erwachsene, die wirklich vernünftig Politik machen, das geht so nicht weiter. Wohin soll das denn führen, diese ganze Geschichte? Wo will man denn, immer meine Frage, wo will man hin? Der Whistleblower oder der Informant von Hirsch, der sagt ja auch, ja, wir haben den Auftrag gekriegt. Natürlich ist der Geheimdienst in solche Sachen involviert. Wir haben den Auftrag gekriegt, das vorzubereiten, die mögliche Sprengung mit dem Argument seitens der Regierung, wir brauchen irgendwas, um Russland vom Einmarsch in der Ukraine abzuhalten. Mhm. Ja, wir müssen irgendeine Drohkulisse aufbauen. Oder eben, ja, dieses Ding ihnen wegsprengen, damit sie nicht in die Ukraine einmarschieren. Ja? Und ja, dann marschieren sie ein und es dient jetzt gar nicht mehr der Kriegsverhinderung sozusagen, sondern wird als ja strategische Waffe eingesetzt. Und deshalb sagt dieser Offizielle da dem Hirsch, ja, und da sind bei uns, da sind wir ganz anderer Meinung. Ja, Biden, laut CIA-Aussage, hat das sozusagen oder seine, Biden entscheidet ja, glaube ich, gar nicht mehr viel, ja, sondern seine Leute haben das dann gesagt, so, wir jagen das Ding jetzt hoch. Ja, und daher kommt eben jetzt die Kritik oder der Whistleblower aus der CIA, der es publik macht. Und unsere Medien sind weiter auf dem Andromeda-Segelboot. Genau, das ist ja das. Und die Flossen. Ja. Das ist ja dann am Ende auch quasi die Quintessenz aus dieser Doku hier. Da ist es dann bei Timecode 24 noch was. Die 2835, ich zitiere, in wessen Auftrag war die Crew der Andromeda unterwegs? Das ist die wohl wichtigste noch ungeklärte Frage. Mhm. Genau. Das ist, was ich jetzt hier gerade zeige, ist der Anfang der Doku. Da gehen sie kurz auf Seymour Hirsch ein, um dann einen New York Times National Security Reporter Julian Barnes hier zu bringen, der dann sagt, na ja, also die Amerikaner, die lieben halt Verschwörungstheorien und deswegen, die glauben ja sogar wieder an UFOs, sagt er und so. Und deswegen sollte man nicht, Amerika will doch Deutschland loben dafür, was es da tut und so, die würden doch nicht die Pipeline in die Luft sprengen und das war's. Mehr kommt da nicht dazu und das finde ich schon ziemlich bedauerlich, wie man also
dass die Aufklärung blockiert wird, das stimmt, zapp. Aber in welche Richtung eure Doku dann am Ende geht, das finde ich ein bisschen schwach auf der Brust. Nein. Wir würden jetzt mal fortfahren mit dem nächsten Thema. Bevor wir zu dem kommen, möchte ich gern unbedingt unseren Unterstützern danken, die uns hier wieder geholfen haben nach der letzten Sendung. Denn da sind doch einige Menschen, einige neue dabei, die uns unterstützen. Wir haben 500 Euro bekommen von Frank. Könnt ihr euch das vorstellen? Er sagt, für euch statt der GEZ, danke. Silke und Christian schicken 300 Euro zur freien Verfügung für die tolle Arbeit, sagen sie. Julia 300 Euro, sie sagt, mein Chef spendete stolz für die ukrainische Armee. Ich spende gerne für euch. Danke, Grüße aus Eberswalde. Sehr gut. 150 Euro haben wir von Heike bekommen. Sie sagt, vielen Dank. Corinne schickt 113 Euro und sagt, herzlichen Dank für eure bewusstseinserweiternde, so kostbare, aufdeckende Arbeit. Trotz allem spendet ihr mir Hoffnung. Und vielen Dank dafür, Corinne. Lothar schickt 100 Euro für eure Arbeit, sagt er. 100 Euro auch von Müller haben wir bekommen. Gudrun schickt, oder Mola, Gudrun schickt 80 Euro, 75 Euro 75 kriegen wir von Manuel, der sagt, bitte macht weiter so, 50 Euro von Scala, sagt, danke für die Aufklärungsarbeit. André sagt, danke, für dass ihr durchhaltet und die Erwachten mit Informationen versorgt, schickt 50 Euro, genau wie Edeltraut, Bernd, Gudrun, Christine, Reinhold, Stefan, Katharina, Jürgen. Jürgen schickt 25 Euro, Simon 25 Euro. Ja, wenn ich gerade mal rein darf mit den Erwachten. Also ein Vorschlag ist, wichtiger als dass wir uns in der Gruppe der Konvertierten mit einer neuen Predigt versorgen, ist eigentlich, dass Leute dazukommen. Also das heißt, das, was wir jetzt zum Beispiel gerade, wo es ja auch Links gibt, dann auf Exo-Magazin, die neuen Sachen, die man nirgendwo in den anderen Medien außer beim im dritten Jahrtausend jetzt dazu hört zu Nord Stream 2, ist ja etwas, was man Bekannten, von denen man weiß, dass sie eventuell bereit wären, dass sie zweifeln sind, dass man mal weitergeben kann. Es wäre, eigentlich ist das Wichtigste, die Gruppe der Leute, die Filterblase zu erweitern, weil wir haben tatsächlich relevante Informationen, die man auch nachprüfen kann, wo man sich das angucken kann, mit seinem eigenen Gehirn daran gehen kann. Sapere aude, wage zu wissen, prüfe selber, ja, Question Authority steht bei Matthias Block oben dran. Und das ist eigentlich, also an Leute zu geben und zu sagen, Moment mal, guckt euch das mal an. Also das heißt, Leute wie dem Chef, der für die ukrainische Armee spendet, wahrscheinlich sinnlos, wahrscheinlich. Aber man kennt ja Leute, von denen man weiß, dass sie nicht mehr so sicher sind. Das war ja auch bei Covid so, dass im Laufe der Zeit doch viele durch eigene Erfahrungen, durch Bekannte, die sie hatten, anfingen zu zweifeln, ob dann die Sache wirklich so betondicht gut ist und man die anderen wegdrücken muss. Und das ist unsere wichtigste Gruppe. Unsere Filterblase ist unser Problem. Ne? Mhm. Genau, ja, wie so oft. 22,22 Euro haben wir von Elke bekommen. Sie sagt, danke für eure wunderbare Arbeit und natürlich zur freien Verfügung. Ach so, Kripale hat noch gesagt, moin aus dem Norden, habt ihr eigentlich was zu Maui? Wir haben nichts zu Maui. Nein, nee, ich weiß, nicht. Ich habe mehrere Anfragen in die Richtung gekriegt. Da wird viel drüber geschrieben. Und also das heißt, die Merkwürdigkeit, was da kaputt ist, das quasi mit dem Lineal das gezogen. Ist groß, ja, nicht, aber haben wir leider nicht. Haben ja. wir nicht, ne? Haben wir nicht. Wir sind auch nicht vor Ort. Das wäre natürlich viel einfacher, wenn man vor Ort wäre. Ewald schickt 20 Euro. Reinhard auch. Dankt für die unabhängige Berichterstattung. Ines und Albrecht haben auch 20 Euro geschickt. Elmar auch. Und sagt, vielen Dank für echten Journalismus und wertvolle Informationen. Bitte macht weiter so. Das machen wir natürlich. 15 Euro haben wir bekommen von Jan, von Marion, von Ralf. Ralf übrigens als neuen Dauerauftrag 12 Euro. Das ist eine super Sache, wenn ihr uns unterstützen wollt. Muss ja nicht 12 Euro sein, muss nicht 50 Euro sein, aber wie wäre es mit 5 Euro im Monat oder 3 Euro oder auch nur 1 Euro im Monat per Banküberweisung? Das hilft uns enorm weiter, das tut euch nicht weh, aber für uns ist das eine gute Sache, denn auf die Art und Weise bekommen wir auf eine sichere, auf eine noch relativ sichere Art und Weise eure Unterstützung. Bei PayPal weiß man das nicht so. Also vielen Dank dafür, für alle, die uns hier unterstützen. 10 Euro haben wir auch bekommen von Markus, von Klaus und Jutta, von Klaus, von Aaron. Aaron sagt an die drei von der Wahrheitstankstelle. Bernd schickt 10 Euro, Edgar Gerhard auch, Wladimir schickt 10 Euro, er fand das Video zu Nord Stream 1 und 2 gut. Und wir haben auch Geld bekommen von Andrea, Petra, Stefan und Astrid Wendland, von Stefan, Heike, Gerhard, Danny, Patrick, Sascha, Klaus, Anne und Lars, Jochen und Andreas. Viele haben auch einen neuen Dauerauftrag über 5 Euro gemacht, das finde ich wirklich super. Patrick schickt auch
5 Euro und sagt, dient der Kraft, der Kampfkrafterhaltung unserer Wahrheitskrieger Robert, Dirk und Matthias zur freien Verfügung. The truth is out there. Ich bin ja eher Wahrheitstänzer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Rainbow Warrior vielleicht. Es gibt Rainbow diese schöne, Warrior. Es gibt diese schöne Prophezeiung der Hopi. Da würde ich mich noch einordnen, wenn ich darf, ja. Also Krieger ist jetzt nicht das, was mir einfällt. Ich möchte eigentlich für Frieden sorgen, ja. Das ist übrigens ein Thema. Wir haben ja mehrfach auch intern drüber geredet. Es ging eigentlich darum, jetzt nicht nur zu sagen, was alles schief läuft, sondern wir wollten das ja auch in Zukunft. Wir schaffen das nicht, Dirk. Es läuft so viel schief. Ich mache jetzt bald wieder was. Also einfach. Wir schaffen das. Es gibt die Gegenkräfte und es geht eigentlich darum, wie wir es hinkriegen, uns auch darüber zu unterhalten, wie das eigentlich aussehen soll. Ich bin jetzt immer mit dem Hund im Wald unterwegs und höre mir ein Hörbuch nach dem anderen an und habe viele, viele interessante Sachen, weil das tatsächlich ist, was mich am meisten interessiert, welche Gegenentwürfe es gibt. Und wir haben versprochen, uns und euch, dass wir uns auch darüber unterhalten werden. Und wir geben uns Mühe und wir haben auch eine Good News am Ende. Oh Gott. okay, also ganz am Schluss kommt die Good News. Und wir haben natürlich noch Geld bekommen von Sammy, von Peter, Thoralf und Thomas und von all den vielen neuen Menschen, die uns auch von all denen, die uns treu auch unterstützen mit einem monatlichen Dauerauftrag. Bei denen möchte ich mich auch ganz besonders bedanken. Das sind schon einige und wir danken euch sehr für eure regelmäßige Unterstützung. Wenn auch ihr das tun wollt, die Bankverbindung gibt's im Beschreibungstext unter diesem Video, wo auch immer ihr das seht. Und natürlich könnt ihr auch über PayPal spenden, aber per Dauerauftrag, per Bank ist uns einfach lieber. Da fühlen wir uns wohler dabei. So, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten Thema über, denn die Sache in der Ukraine, die ist ja nun mal leider immer noch am Kochen und jetzt haben sich aber sehr wichtige Leute zusammengetan und haben sich gedacht, wir müssen da jetzt mal was tun. Und zwar sind es drei Herren, die hier einen Friedensvorschlag gemacht haben. Und zwar lese ich jetzt mal vor, das ist Professor Dr. Peter Brandt, Professor Dr. Hajo Funke, General A.D. Harald Kujat und Professor Dr. H.C. Horst Teltschik. Bevor wir darüber reden, was die sich hier ausgedacht haben, wer sind die Jungs? Naja, das ist jetzt, das ist einmal der Sohn von Willy Brandt, also Professor Peter Brandt. Funke ist ein berühmter Politologe hier in Berlin. Harald Kujat, der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, der höchste Soldat, der in Reihe mit vernünftigen Stellungnahmen zum Ukraine-Krieg auftaucht. Also nicht irgendwie, für Militärs ist klar, was da los ist und die wissen, dass sie da Verdun 2.0 angeschoben haben. Also nicht er war ja auch in der NATO ein hohes Tier. Aber der zur Besonnenheit mahnt, wirklich eine vernünftige Stimme ist, die man zuhören kann und die deswegen auch nicht mehr zum ZDF-ARD-Talkshows eingeladen wird, sondern in solchen kleineren Publikationen, die übrigens freundschaftlich mit Free21 zusammenarbeitet. Also das heißt, dass in diesem Umfeld, also jetzt eigentlich die nicht sensationalistischen Alternativmedien, wo die jetzt auftauchen und Teltschik, einer der großen Realpolitiker, Kanzleramtsminister, und bei Kohl, also ein Mitarchitekt der deutschen Wiedervereinigung, ein wichtiger Mann, und ein großer Realpolitiker, studiert, glaube ich, bei Löwenthal, also nicht dem Richard Löwenthal vom ZDF, sondern dem Politologen, der ein Sozialdemokrat war. Das sind alles Leute, von denen man sozusagen die Macht in guten Händen wusste. Für mich ist es skurril, dass ich mich anfange, zurückzusehen in die Tage von Helmut Kohl, weil das ist immer noch viel besser als alles, was wir jetzt abkriegen, und zwar in jeder Hinsicht von jeder Partei. Also das heißt, da war Teltschik, das war Wiedervereinigung, Kohl war eindeutig ein Europäer, der auch solche Sachen, für ihn war die europäische Einigung das entscheidende Thema, an der er gearbeitet hat. Und ich erinnere immer dran, ich traue Willy Wimmer sehr weit. Also halte ich für einen wirklich ehrenwerten Mann. Und der hat gesagt, Kohl hätte zum Beispiel die Jugoslawien-Sache nicht mitgemacht wie Schröder. Aus diesem Grund als Europäer sollte man im Gedächtnis behalten. So, also aber was steht jetzt drin in diesem Friedensvorschlag, Matthias? Naja, kannst es ja mal durchscrollen. Das sind natürlich, wie schon Dirk gesagt hat, vernünftige Leute, auch kenntnisreiche Leute, die jetzt nicht mal so einfach von der Leber weg, ja, machen wir doch mal Peace,
Die schlagen da schon ganz konkret Schritte vor. Wie kommt man zu einem Waffenstillstand und dann eben zu Verhandlungen? Das ist alles sehr. Ich sag mal, ein entscheidender Punkt, den Sie vorschlagen, ist zum Beispiel, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied werden darf und dass es keinen Geländegewinn für die Russen geben darf, sondern im Grunde genommen, das kommt jetzt, was Matthias wahrscheinlich sagen wird, es erinnert an eigentlich vernünftige Vorschläge, die es vorher schon gab. Es geht aber weiter in Richtung, dass die Ukraine militärisch neutral sein muss, was ja einer der wesentlichen Gründe überhaupt für den Konflikt war, wie jetzt übrigens auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg zugegeben hat. Gibt es ein super gutes Video, wo sie zusammengeschnitten haben, dass es nichts mit der NATO-Erweiterung zu tun hat. Und Stoltenberg sagt am Anfang, ja klar, das ist der Grund, warum es zum Krieg gekommen ist. Das pushen wir drauf. Ja. Und was jetzt, wie gesagt, der Vorschlag, der Friedensplan, den die da entworfen und entwickelt und vorgelegt haben, ja, der ist im Prinzip, wäre im Prinzip Minsk 3. Ja? Mhm. Also die beiden ersten Minsk-Verhandlungen, initiiert von Steinmeier, von den Franzosen und so, dann verschleppt, bewusst und gezielt verschleppt. Ja? Frau Merkel hat auch dann unlängst dann irgendwann gesagt, warum? Ja, es sollte ja die ukrainische Armee aufgebaut werden. Also diese Verhandlungen, die in Minsk hätten stattfinden sollen, da waren die beiden Republiken noch nicht beigetreten und so weiter. Da hätte im Prinzip die Ukraine auch bleiben können, wie sie war, ja, was jetzt nicht mehr möglich sein wird. Also Minsk 3 schlagen die jetzt vor, Brandt und Kujat und Telschik und Hajo Funke. Und ja, da muss ich sagen, das ist natürlich richtig und wichtig, und dass die Leute jetzt auch nach vorne gehen und sagen, hört auf mit diesem schrecklichen Gemetzel, was da jeden Tag stattfindet. Ja, Tausende kommen da ums Leben. Und es ist ja, das Problem, ein Satz noch, das Problem ist in meinen Augen eben, dass so wie Minsk 1 und Minsk 2 von westlicher Seite letztlich vom Tisch gefegt oder einen Tritt gekriegt haben, so würde auch, also dieser Vorschlag, der wird, den mögen die Russen vielleicht nett finden, aber sagen wir, lassen uns nicht mehr auf Verhandlungen ein. Wir haben es zweimal probiert, mit euch zu reden. Wenn jetzt irgendwie Frieden verhandelt wird, dann zu unseren Bedingungen und nicht zu euren. Punkt, ja. Okay. Ja, wer wollte mit Deutschland noch verhandeln? Jetzt ist auch so, in diesem Text schreiben Sie ja auch, seit dem 4. Juni versuchen die Ukrainer, diese tief gestaffelten russischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen und diese Landbrücke zwischen Russland und der Krim zu blockieren. Aber sie haben es bis jetzt nicht geschafft. Und wenn diese Offensive scheitert, ist damit zu rechnen, dass die Ukraine fordern wird, dass westliche Soldaten kommen nach den westlichen Waffen. Und dann ist natürlich davon auszugehen, dass es noch viel schlimmer wird und dass Russland zu Gegenangriffen übergehen wird und dazu übergehen wird, das Ziel dieser militärischen Spezialoperation zu erreichen. Und Sie sagen hier ganz klar, den Krieg kann keiner gewinnen. Es ist völlig klar. Ja. Sie sagen, selbst die von einigen Laien geforderte Lieferung von Wunderwaffen ist nicht der erhoffte Gamechanger, der die strategische Lage zugunsten der Ukraine ändern könnte. Das sagen die hier klipp und klar. Und ich frage mich, warum diese hochrangigen Experten nicht in den Massenmedien hoch und runter laufen, sondern hier in einem alternativen, sehr geschätzten, aber dennoch relativ kleinen und bedeutungslosen Online-Medium im Vergleich jetzt zur Tagesschau ihren Friedensvorschlag veröffentlichen müssen. Ist das nicht was für die FAZ? Ist das nicht was für die Süddeutsche? Wo ist der Spiegel? Warum schreiben die nichts darüber? Denn es ist ja nun, das zeichnet sich ja von, wir haben das von Anfang an auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Blatt noch ändert. Was soll jetzt noch passieren? Es ist doch ganz klar, dass sich jetzt hier was verändern muss, sonst kommt es hier tatsächlich noch zum Nuklearkrieg, obwohl die USA und Russland ihn vermeiden wollen, sagen die. Und sie sagen, diese Entwicklung sollte nicht abgewartet werden. Es wäre also auch vor allem im Interesse der Ukraine, so bald wie möglich einen Waffenstillstand anzustreben. Und sie sagen auch, zu der Frage, ob man mit Putin verhandeln kann, es gibt bislang keinen Beleg dafür, dass das politische Ziel dieser militärischen Spezialoperation die Eroberung und Besetzung der gesamten Ukraine ist und Russland danach einen Angriff auf NATO-Staaten plant. Und es gibt auch keine Anzeichen, dass Russland und die USA für diesen Fall Vorbereitungen treffen.
So, also, ja. Ich meine, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, ja, das ist völlig klar, das sagen die auch lang. Und wenn einer diesen Krieg gewinnt, dann sind es die Russen, ja. Ich habe das auch schon geschrieben neulich mal im Vergleich mit dem Fußball, das ist ein Heimspiel für Russland, ja. Und zweimal in der Geschichte von Napoleon und von Hitler wurde probiert, da ein Heimspiel zu gewinnen bei den Russen. Und die Ergebnisse sind bekannt. Und jetzt schicken wir sozusagen eine Proxy-Armee vor, wir, der Westen, die USA, die jetzt die Rede, und die scheint mir realistisch, ist von 400.000-500.000 jungen Männern, die da schon gestorben sind in diesem Blutbad dort. Der Krieg ist nicht zu gewinnen und du kannst auch keinen Boden- oder Panzerkrieg gewinnen, wenn du keine Lufthoheit, keine Verteidigung hast für deine Panzer, die werden dir sonst weggeschossen. Also das ist eigentlich völlig klar. General oder Ex-Oberst McGregor in USA, Kujat hier, die alten erfahrenen Leute, die wissen, über was sie reden, nicht irgendwelche Journalisten wie der Fuzzi da eben aus der New York Times, ja, sondern Leute, die wissen, was Krieg ist und wie Krieg geht, die sagen das ganz klar und zwar schon lange. Und deshalb muss eigentlich, selbst wenn es unwahrscheinlich ist, ich glaube nicht, dass die Russen jetzt darauf eingehen werden, weil mit wem soll man bitteschön verhandeln? Ja, mit Annalena Baerbock, mit Olaf Scholz, der wusste, ihm wird die Pipeline weggesprengt und ich gucke weg. Also was sind das für Verhandlungspartner da? Denen fällt auch deshalb nichts anderes ein, weil wenn ich mit einer Methode ein Problem nicht löse, dann kann ich doch nicht immer so weitermachen mit denselben Mitteln. Ja, die Strack-Zimmermann will jetzt Taurus-Raketen schicken. Ja, da sagt worauf Medvedev geantwortet hat, dass damit die Firmen, die liefern, zum legitimen Ziel werden. Zum legitimen Ziel werden. Und Engländer haben Leute geschickt in die Ukraine zum Ausbilden. Und auch dort gab es von Medvedev, also das ist die schiefe Ebene Richtung einer weiteren Eskalation. Ja. Und das ist, für mich ist das eine Politik der Menschenopfer. Und die wird betrieben auch von einer grünen Außenpolitikerin mit dem Begriff von einer moralischen, feministischen Außenpolitik. Das ist toltekisch, was da stattfindet. Die Ukraine wird es nach diesem Krieg nicht mehr geben. Soldaten an der Front, die kämpfen, sind mittlerweile über 40. Man hat die junge Generation, die haben einen unglaublichen Einbruch gehabt. Also Ukraine hat in der Geburtenrate in den 90ern, als überall in den östlichen Staaten bergab ging, ist die Geburtenrate in der Ukraine eingebrochen. Es sind 1 Million Leute geflüchtet aus dem Land. Also das ist eine Ruine, wenn die hinterher da ist. Und wessen Politik ist das eigentlich, wenn hier sozusagen auf Prinzipien, also auf Menschenopfer, moralische Prinzipien, wird ein Land komplett zerstört und seine Bevölkerung wird zum Abschlachten an die Front immer weiter gefahren von Leuten, die ja keine eigenen Opfer bringen. Es sind nicht ihre Kinder, es sind nicht sie selber. Also das sollte, ich erinnere mich, mich erinnert, dass das ist mir vor vielen Jahren, als ich mich damit beschäftige, was diese Morde wie JFK oder Olof Palme angerichtet haben, war eine Traumatisierung der Gesellschaft. Und was wir jetzt haben, ist eine Traumatisierung der gesamten Außenpolitik. Das heißt, die Russen haben Abschied genommen von der Vorstellung, mit Europa auch nur noch etwas zu tun haben zu wollen. Also das ist Hollande hat und Poroschenko und Merkel haben alle gesagt, wir haben das gar nicht so gemeint mit Minsk 1 und 2. Was für eine Äußerung. Das ist ja schon ein klein unglaublich, welche Konsequenzen. Man soll in der Politik ja an die Folgen denken, das, was entsteht aus dem, was man sagt. Das sind alles Zustände, wo ich überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen kommen ja diese alten Männer wie Telchik, also der versucht hat, den gordischen Knoten zu lösen, ohne mit Atomwaffen rumzuspielen. Ja, also man hat irgendwie den Eindruck, die westlichen Politiker behandeln die Russischen wie so Untermenschen, denen man alles erzählen kann und denen man alles an den Kopf knallen kann, weil die, was die machen und tun und denken, das zählt sowieso nicht.
Ich glaube leider, dass das nicht daneben ist und nicht übertrieben ist, weil man kann ja sehen, dass die ganzen Stereotypen, Vorurteile, die kamen über den Russen, über die Sowjetunion, die im Kalten Krieg sozusagen bereit waren, in Deutschland immer noch mit dem Hintergrund, dass man sich seinen eigenen Vernichtungskrieg schönreden musste, das ist sofort abrufbar geworden und wird auch die ganze Zeit abgerufen. Also es wird getan, als wären Putin ein blutrünstiges Ungeheuer, ist ja sowieso immer der Nächste, der da ist, ist immer der nächste Hitler, ja. Das hat überhaupt keine Bremse. Während man im ukrainischen Parlament einen echten SS-Mann mit stehenden Ovationen feiert und dann kommt hier, Bakhti ist angeblich ein Antisemit. Das ist alles nur noch grotesk. Man kann es ja auch nicht mehr ernst nehmen, dass es da was anderes dahinter steht als ein taktischer Vorteil, den man ziehen will mit größtmöglichen moralisch aufgeladenen Begriffen. Aber der Umgang mit den Russen, das müsste jedem Außenpolitiker klar sein, dass das ein Desaster ist, was zu nichts Gutem führen kann. Also auch diese, dass dann eine Florence Gaub da im Fernsehen sagen kann, ja, die Russen sehen aus wie Menschen, aber sie sind schon anders, ne, als wir. Das ist auch möglich mittlerweile. Das ist alles unterirdisch, ja. Das ist alles unfassbar. Also ich hoffe, aber ich habe ja auch den Eindruck, dass der Leidensdruck in Deutschland jetzt immer größer wird. Die Leute merken, irgendwie kann das so nicht weitergehen. Und wie Elon Musk gesagt hat, traut diesen Leuten nichts. Ja, vielleicht kommt die Quittung dann bei der nächsten Wahl, ja? Yeah. Thank you for the leadership, Elon. Hat ja Ursula von der Leyen sofort im Parlament gesagt. Das habe ich verwechselt jetzt. Entschuldigung, ja. Es ging ja um Geld, was da verdient werden konnte. Das war ja bei Bill Gates. Und jetzt ist auch so interessant, in dem Moment, wo Elon Musk was sagt, kommen sie dann auf die Idee, was hat denn dieser Milliardär sich in die Politik einzumischen? Der tut es ja nur mit Worten. Der Bill Gates hat ganze Entscheidungsgrundlagen vorbereitet, abgeliefert, wo die Parlamente sich dran gehalten haben. Und da war die Reaktion eine tiefe Schleimspur in der Tagesschau beim Interview mit ihm und eben Ursula von der Leyen mit Thank you for the leadership. Das ist der Unterschied. Ja. Nun gut, ja, was soll man dazu sagen? Ja, es muss halt gut. Machen wir es besser. Die werden es nicht. Das ist doch der Lerneffekt, den die Bevölkerung jetzt haben sollte. Ihr könnt diesen Leuten, wie Matthias Bröckers, eine Sache, die ich übrigens sogar in der UN gesagt habe, diesen Leuten so weit vertrauen, wie ihr eine Waschmaschine werfen könnt. Das war der Stärkste. Ja. Das war der Spruch. Ja. Meine Gags, sehr gut. Ja, meine Gags von der UN. Sehr gut, sehr gut. Ja, den kann man nicht trauen. Und ja, man muss selber denken. Wir sind ja, Robert hat es vorhin schön gesagt, Wahrheitstänzer. Das heißt, wir sagen nicht, das, was wir hier tun und das, was wir hier präsentieren, ist die einzige Wahrheit und ihr habt gefälligst dran zu glauben. Wir wollen, dass die Leute, deshalb gibt's viele Links und so weiter zu jeder Sendung, wir wollen, dass jeder sich selbst schlau macht, ja. Question authority, think for yourself, ja, so heißt das Motto von meinem Blog. Und ja, wir müssen die Leute animieren zum Selbstdenken. Und ich glaube, wir tun das auch ein Stück weit. Wenn ich hier immer die Spendenliste sehe oder als wir vor ein, zwei Monaten auf diesem Festival waren, was so für ein Feedback kommt, jetzt gar nicht mal nur mit in Form von Geld, sondern auch auf andere Weise, dass sich die Leute genau dafür bedanken. Und da müssen wir weitermachen. Also keine Banner der Wahrheit vor uns hertragen, sondern sagen, hier, guck mal hier. Und dann bildet ihr deinen eigenen. Und vergleicht das mal mit dem, was die Regierung sagt. Ja, genau, so sehe ich das auch. Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir zum nächsten Thema übergehen, denn es tut sich an einer anderen Stelle auf dem Planeten auch etwas Unglaubliches. Und ich möchte mal kurz die Karte zeigen, worüber wir hier reden. Wir reden über Bergkarabach. Bergkarabach, also hier sehen wir hier oben das Schwarze Meer, hier drüben ist Bulgarien, hier ist die Türkei, hier ist Armenien und hier ist Aserbaidschan. Und jetzt zoome ich hier mal ran und zwischen diesen beiden Ländern befindet sich eine Region, die umstritten ist zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die heißt Bergkarabach, das ist etwa hier. Die ist deshalb umstritten, weil diese Region genau wie Armenien und Aserbaidschan früher zur Sowjetunion gehört hat und die Sowjetunion ja dann zerfallen ist. Und seitdem streiten die sich, wem Bergkarabach gehört. Bergkarabach hat sich als eigene Republik ausgerufen und seitdem geht es da rund. Und da hat es jetzt eine ziemlich bedenkliche Entwicklung gegeben, nicht wahr? Ja, also Bergkarabach ist eine
von Franz Werfel. Das ist ja schon 110 Jahre her, also die 40 Tage von Musadak heißt das, glaube ich, der beschrieben hat den Genozid an den Armeniern damals, also ein Vorläufer des Holocaust, der auch Hitler dazu gebracht hat, nachdem über das Osmanische Reich mit Stillschweigen der Deutschen, die das gewusst haben, was dort passiert und zum Teil mit dabei waren, zugeschaut hat, wie die christliche armenische Bevölkerung massakriert wurde. Viele von denen sind übrigens auch nach Kanada geflohen damals. Das heißt, Armenien ist ein christliches Land mit uralten Kirchen bis zu 400 nach Christus. Übrigens genauso wie Georgien, sehr wichtig für die christliche Geschichte. Im Gegensatz zu dem, was jetzt Aserbaidschan oder Türkei ist im Hintergrund aktiv bei diesen ganzen Angelegenheiten, mit der Idee auch von Erdogan, ein osmanisches Reich wiederherzustellen. Das sind also genauso wie in Syrien aktiv ist, aus demselben Grund mit den Kurden, der Konflikt in Syrien. Also das sind alles Ausläufer dieser Art von Konflikten. Armenien war vor 110 Jahren das, aber auch vor 10 Jahren gab es bereits einen militärischen Konflikt. Armenien hat übrigens Bergkarabach nicht anerkannt. Also Bergkarabach hat sich als eigene Republik ausgerufen. Eine große Ähnlichkeit eigentlich mit den ostukrainischen Republiken in der Situation, was auch zeigt, dass diese ganzen Gebiete, also diese Gebiete inklusive Balkan, aber dort drunter diese multiethnischen Gebiete, wo es ein Flickenteppich ist. Das hat in der Sowjetunion relativ gut funktioniert, auf jeden Fall nicht mit Aufständen. Es sind diese ethnische Konflikte sind nach dem Zerfall der Sowjetunion genutzt worden, auch von westlicher Seite, um Teile und Herrsche die Sowjetunion weiter aufzuspalten, also jugoslawisieren, so wie das ja auch in Jugoslawien gemacht wurde, was ja auch unter Tito gut funktionierte, und dann eben durch das Anheizen von nationalen Konflikten in eine andere Situation gebracht wurde. Dort gab es vor 10 Jahren gab es bereits furchtbare Angelegenheiten. Es wurden veröffentlicht im Internet Köpfen von Kindern und alten Leuten. Ich gucke mir solche Sachen nicht an, aber das ist ein Thema gewesen. Und die Leute jetzt wissen, was sie erwartet. Das heißt, 100.000 Menschen aus diesem Gebiet sind im Exodus, zum Teil hungergeschwächt bereits, schon vorher, weil es nichts zu essen gab. Wurde also beschrieben, dass die Kinder nicht mehr genug Kraft hatten, um sich irgendwo in die Häuser reinzuretten, weil sie nur noch Trockenbrot gekriegt hatten. Also das heißt, 100.000 Menschen sind im Exodus jetzt und es wird Bergkarabach nicht mehr geben. Und das Ganze findet, das ist eine merkwürdigste Situation, weil es die Europäische Union, also unsere moralische Außenpolitik, hat an diesen Stellen zwei Augenklappen auf und guckt gar nicht hin und sagt, da muss eine Verhandlungslösung geben. Die Russen, die eigentlich eine Schutzmacht für Bergkarabach waren, haben auch einen Deal gemacht. Der Präsident von Armenien hat sich an den Westen rangeschmissen. Wie heißt der? Pashinyan? Ich will es jetzt noch mal. Der Name ist. Der hat also einen Deal gemacht mit den Amerikanern. Pashinyan heißt er. Hat auch ein Schreiben gekriegt von Biden nach dem Motto: Du bist jetzt unser Freund, aber Bergkarabach wird halt. Dem bringt das gar nichts. Armenien ist auch wird danach ist die Frage, wie das dort weitergeht. Also ob Armenien in der Lage ist, mit Aserbaidschan sozusagen, ob das das Ende ist, ob diese Annexion jetzt das Ende ist. Die Russen haben kein Interesse an einer neuen Front, also einer zweiten Front, was vielleicht auch Kalkül aus dem Westen gewesen ist, dass man dort, um Russland weiter zu schwächen, den nächsten Konflikt hochziehen kann. Es gibt ja noch andere Gebiete, wo das versucht wird in diesem Rahmen. Und die Europäer, Franzosen, der Macron war da, hat auch in diesem Konflikt sozusagen, es passiert nichts. Also man guckt zu, es ist ein Slow-Motion-Verschwinden einer kleinen Nation von der Landkarte. Man ist jetzt eine UN-Mission da, im ZDF kann man lesen, dass Leute geguckt haben und alles in Ordnung, kein Problem. Die Armenier sind in Urlaub und die Wohnungen werden nicht zerstört und auch Kultur. Das geht darum, es wird auch ein kultureller Auslöschen von dieser von der armenischen Kultur in diesem Gebiet sein. Es ist eigentlich ein Thema,
wo kein Interesse daran besteht, daran zu gehen. In Deutschland schon gar nicht, weil wir haben einen Gasliefervertrag mit Baku. Baku ist ja eines der ersten großen Orte gewesen, wenn es um Öl ging. Schon immer seit es um Öl, also Anfang des 20. Jahrhunderts, seit es um Öl ging, in Baku konnte man das Öl mit dem Eimer schöpfen. Ja? War immer eine Begehrlichkeit, der deutsche Vormarsch, also Stalingrad ist sozusagen, das Ziel war auch dort, Baku, sich die Ölfelder von Baku zu holen. Das ist seit jeher und jetzt ist eben in dieser moralischen Außenpolitik ist das Hemd näher als die Hose. Deswegen ist Aserbaidschan wichtig und die Armenier fallen dieser Sache wieder zum Opfer. Das ist wirklich eine tragische, dieses Volk hat eine tragische Geschichte und eigentlich wäre es auch hier wieder Aufgabe der Journalisten. Niemand kümmert sich darum, weil die Interessenlagen anders sind. Aber wenn wir von einer Moralität in der Außenpolitik reden, wäre das jetzt ein Aufruf an die Journalistenkollegen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil niemand diesen Armeniern hilft. Ja, es ist einfach, es ist eine Sache, die hinten runterfällt und deswegen müsste irgendwo jemand seine Stimme erheben, wie wir es jetzt tun und sagen, was ist dort los? Es ist vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die nächste Massenvernichtung dort stattfindet. Wir haben Ukraine mit dieser 500.000 Tote, was ich absolut unerträglich finde, dass das stattfindet im Europa des 21. Jahrhunderts und jetzt das hier und das Ganze, das hier jetzt noch mit so zwei Scheuklappen und dann, vielleicht kannst du den Link mal zeigen von heute, wo ich gedacht habe, es darf nicht wahr sein. Wir reden hier von einem möglichen Genozid, also von Leuten, die flüchten, weil sie Angst um ihr Leben haben aus den Erfahrungen der letzten 10 Jahre. Und dann steht der UN, keine Schäden in Bergkarabach. Alles in Ordnung, was sagt er. Also das ist grotesk. Ich weiß nicht, was ich zu diesen öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt noch sagen kann, außer dass sie reinen Staatsrundfunk betreiben und sich nicht mehr, also keine Art von Unabhängigkeit von dieser, von der Regierungspolitik mehr haben. Die letzte Frage dazu: Gibt's denn da eigentlich in diesem Großraum noch andere geostrategische Interessen von anderen Ländern? Ich meine, Türkei ist gleich um die Ecke, wie man hier sehen kann. Ja klar, die Türkei mischt dort und auch in anderen Ex-Sowjetrepubliken immer noch mit dem feuchten Traum von Erdogan das große Osmanische Reich im Hintergrund mit. Ja, das findet auf jeden Fall statt. Aserbaidschan übernimmt da jetzt diese selbsternannte Bergkarabach, armenische Autonome Republik oder wie man sie nennen will, ja. Und ja, der Westen guckt weg. Das Einzige, und da haben wir einen Link, der einzige Politiker sozusagen, der hinguckt, ist Martin Sonneborn beziehungsweise Richtig. Sein Büroleiter. Ne? Da haben wir einen guten Artikel, den wir verlinken, der auch erklärt, was da Sache ist. Ja? Und wie gesagt, sonst gibt es keinen mehr. Der Sonneborn war ja auch der Einzige, der über die ganzen Covid-Handy-Geschäfte von Frau von der Leyen berichtet hat. Untersuchungsausschuss gibt es da in der EU auch nicht zu. Also die Frau Kommissarin kann da direkt mit dem Pfizer-Chef irgendwelche Preise ausdealen. Das interessiert keinen Menschen. Und genauso wenig Josep Borrell da, der, ja, wir sind ein Garten, draußen ist der Dschungel, ja. Wir sind eine Güllegrube, ja, draußen ist der Dschungel. Ja, also, aber wie gesagt, guckt euch den Artikel von, der heißt Dustin Hoffmann, ne? Oder? Der heißt wirklich so. Wie bitte? Aber jetzt, ich will doch nochmal, Sonneborn ist tatsächlich die Ein-Mann-Opposition im Europäischen Parlament und so wie Jimmy Dore, der mit mir jetzt auftrat, einen hervorragenden Übersichtsartikel gegeben hat, also Übersichtsreport zu der ganzen Geschichte mit der Ukraine, ist das die Skurrilität, dass Komiker jetzt die besten, also das heißt die nächsten, also eigentlich die journalistischsten Politiker sind oder Politiker, die sich dafür interessieren, überhaupt noch aufs Tapet zu bringen, was an kritischer Berichterstattung sein müsste, damit man überhaupt kapiert, über was man dort entscheidet. Ja. Sonneborn ist wirklich herausragend. Also das ist sozusagen eine Sache nach der anderen. Also es ist die einzige Partei, die man wählen kann im Moment, ist für das Europaparlament ist die Partei. Wir müssten in Sonneborn klonen und mal 30 hinstellen, dann würde was passieren dort. Ja. Genau.
Nun gut, wie gesagt, alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite exomagazin.tv. Und damit kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, denn das ist eine Sache, es werden ja jedes Jahr Nobelpreise vergeben für die wichtigsten Entwicklungen, die die Menschheit vorangebracht haben. Jetzt gerade wieder ist der Medizin-Nobelpreis vergeben worden, und zwar an diese beiden Personen hier. An Carico und Weismann heißen die beiden Forscher, die ausgezeichnet werden für ihre Entdeckungen zur mRNA-Technik, die auch die den Grundstein gelegt haben für die Entwicklung der Corona-Impfstoffe. Also die Technik ist dieselbe. Auf die Art und Weise konnte man sehr schnell Corona-Impfstoffe auf den Markt bringen. Und auf die Art und Weise werden in Zukunft wohl auch noch einige andere Impfstoffe auf den Markt gebracht, um es mal ganz neutral zu sagen. Und bevor wir, das ist ein Thema, über das wir uns vorher unterhalten haben, ne? Und da habe ich mir gedacht, wir müssen da wirklich mal drüber reden. Aber bevor wir darüber reden, Jungs, sollten wir uns erstmal klar machen, was unser Tanzbereich ist. Ja, also unser Tanzbereich ist ja, naja, ich meine, wir senden ja hier auf YouTube, ja, und auf YouTube ist es so, dass es da Richtlinien gibt zu medizinischen Fehlinformationen. Also man kann auf YouTube keine Inhalte mit medizinischen Fehlinformationen bringen, soweit so gut. Was sind medizinische Fehlinformationen? Das sind die Informationen, die im Widerspruch zu den Informationen der Weltgesundheitsorganisation WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden zu bestimmten Gesundheitszuständen und Substanzen stehen. Und da gibt's also dann auch, also wenn man dagegen wieder was macht, dann wird das Video gesperrt und man bekommt unter Umständen seinen Kanal gelöscht. Da gibt's hier also verschiedene Fehlinformationen und dann die Fehlinformationen für Impfungen. Also was zum Beispiel verboten ist, ist, wir dürfen keine Behauptungen bringen, die den Informationen der WHO zur Sicherheit, Wirksamkeit und den Inhaltsstoffen der derzeit verabreichten und zugelassenen Impfstoffe widersprechen. Habt ihr das? Ich hoffe, ihr schreibt mit, ja. Also Behauptungen, dass die Impfung gegen Masern, Mumps und Rötel zu Autismus führt, ist verboten. Dass Impfungen zur Ansteckung mit Covid führen können, dass Impfstoffe Teil eines Plans zur Entvölkerung der Welt sind, dass es eine Grippeimpfung chronische Nebenwirkungen verursacht und so, dass der HPV-Impfstoff chronische Nebenwirkungen wie Lähmung verursacht. Dass das Erreichen von Herdenimmunität durch natürliche Infektion sicherer ist als die Impfung der Bevölkerung. Und auch was die Wirksamkeit der Impfung angeht, müssen wir vorsichtig sein, was wir hier sagen. Also zum Beispiel Behauptungen, dass Impfstoffe die Gefahr einer Ansteckung mit einer Krankheit nicht verringern. Das ist verboten, auf YouTube zu sagen. Und es ist auch verboten zu behaupten, dass Impfstoffe nicht das Risiko von Krankheiten reduzieren, sowie Krankenhauseinweisungen und Todesfällen. Und es ist verboten zu behaupten, dass es sich bei Schutzimpfungen jeglicher Art um eine garantiert wirksame Methode zur Prävention von Covid-19 handelt. Und so weiter und so fort. Behauptungen, dass Impfstoffe das menschliche Erbgut verändern und so weiter. So, ich hoffe, ihr habt jetzt mitgeschrieben. Und jetzt, also bevor wir weiter diskutieren, Dirk und Matthias, möchte ich bitte, dass ihr euren Arm aufritzt und mit eurem Blut unterschreibt. Seid ihr damit einverstanden, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein heißt, dann muss ich an dieser Stelle die Sendung leider beenden, denn meinen YouTube-Kanal kann ich nicht aufs Spiel setzen, das versteht ihr sicherlich, ja. Denn es gibt ja Wichtigeres im Leben als Covid-19. Nein, ich folge der gebenedeiten Kraft des Bill Gates und möchte ein gutes Mitglied der Corona-Kirche sein und werde keine heretischen Stellungnahmen abgeben, sondern der Wahrheit der Glaubenskongregation der Corona-Kirche in allen Folgen, was sie zu befehlen hat, und sehe ein, dass ich als armer Sünder nicht in der Lage bin, darüber selbstständig zu entscheiden. Ich werde mit Unterstützung der gebenedeiten Kirche, der Öffentlich-Rechtlichen, die mir dann auch sagen, was ich zu denken habe, dem folgen, was mir gesagt wird. So wahr mir der heilige Gates helfe. Matthias, möchtest du bitte auch das Corona-Gelübde ablegen? Naja, ich bin ja bei den Zeugen Coronas, ja, und lege gerne jedes Gelübde ab mit gekreuzten Fingern.
Aber man muss ja, also das hast du jetzt eben, ich habe auch ein bisschen mitgeschrieben, natürlich habe ich nicht mitgeschrieben, aber ich habe den Kopf geschüttelt und mich gefragt, ist jetzt schreibt jetzt Pfizer oder BioNTech oder Moderna, schreiben die jetzt die Richtlinien für YouTube oder wer macht denn da eigentlich das, ja? Und was wir machen wollen und hier in der Sendung, würde ich sagen, auch sicher weitermachen. Wir wissen nicht, ja, wir behaupten auch nichts, aber wir können Fragen stellen. Und ja, man kann zum Beispiel hier, die FAZ hat jetzt einen schönen Artikel gegen die Taubenreflexe der Impfverschwörer. Ein Machtwort der Nobelorganisation, also dass jetzt ein Nobelpreis verliehen wird für die mRNA-Technik, das sei jetzt ein Machtwort und ab sofort hat jeder den Mund zu halten, der irgendwie Zweifel oder was immer an der Impfung hat, ja. Und das kann irgendwie nicht. Also man muss doch noch Fragen stellen dürfen und ich frage mich, wer sind denn eigentlich die Impfverschwörer? Ja, sind das Leute, die sagen, naja, also dieser Impfstoff, der da so in 0, nix auf den Markt kommt und überhaupt keine Tests und sowas, die daran Kritik haben, sind das Verschwörer oder sind die anderen Verschwörer, die erzählen, also das funktioniert wunderbar und sie sind immun und sie können auch keine anderen Menschen mehr anstecken, sie brauchen nur ein, zweimal die Spritze und wir wissen mittlerweile, das war falsch, ja. Darf man das auch nicht mehr sagen, das, was sozusagen falsch war? Moment, das ist ja die interessante Frage, ob man jetzt, wenn man Bill Gates zitiert, ob man dann auch schon rausgeschmissen wird, weil Bill Gates hat ja gesagt, dass die mRNA-Impfungen die Infektion nicht stoppen, dass sie die Übertragung nicht stoppen, dass sie Mutationen nicht verhindern und dass sie eigentlich überhaupt nicht wirken, weswegen er rausgegangen ist aus dem Investment in diese Impfung und sagt, wir brauchen eine neue Form davon, eine neue Variante. Also kleiner rechtlicher Hinweis an dieser Stelle an die YouTube-Justizabteilung. Das ist keine Behauptung von uns, sondern wir zitieren nur diese ungeheuerliche medizinische Fehlinformation aus dem Munde eines Mannes, mit der wir uns natürlich überhaupt nicht einverstanden erklären, indem wir diese zitieren. So, bitteschön, weiter. Aus dem Munde von Bill Gates, der genau das gesagt hat. Aber nachdem er 2019 moderne Aktien und BioNTech-Aktien gekauft hat und sein Kapital verfünfzehnfacht hat. Er hat ungefähr 250 Millionen, davon ungefähr 240 steuerfrei damit verdient. Er ist 2021 raus, 2019 also mit einem unglaublich gut geplanten Zeitspiel. Ja, also das heißt, vor der Covid-Infektion hat er rein investiert und 21 ist er raus mit einem Riesengewinn und guckt jetzt nach neuen Möglichkeiten, nachdem er die weltweite Politik gedrängt hat in Richtung der mRNA-Impfung, die jetzt gerade den Preis bekommen haben. Und die ganzen Medien, die dort so massiv mitgemacht haben, haben natürlich das Problem, dass sie jetzt nicht stillschweigend umdrehen, sondern bis zum letzten Redakteur um die Hoheit in diesem Gebiet weiter kämpfen werden und sich nicht um die Fakten kümmern. Weil wenn man immer nur in eine Richtung argumentiert hat, wird schwierig und kann nicht mehr zuhören. Aber das mit Bill Gates ist eine unglaubliche Angelegenheit. Es sind insgesamt wird von ungefähr 500 Millionen, die er durch seine Investitionen in dieser Zeit gemacht hat, aber direkt mit Pfizer und BioNTech sind es ungefähr 250 Millionen. Ja, wir haben ja, was die Millionen und Milliarden angeht, auch noch einen schönen Artikel, den wir reinstellen. Multipolar, das ist jetzt auch überhaupt keine Behauptung oder irgendwie Desinformation, sondern eine gute Information. Und wer hat denn eigentlich wie viel verdient mit dieser ganzen Angelegenheit? Und da sind ja diverse Grafiken drin, wo man sich das schön angucken kann, was an Milliardensummen eingespielt wurde. Bei BioNTech zum Beispiel, die haben ja auch die richtige Adresse in Mainz an der Goldgrube. Und wenn man an der Goldgrube wohnt, ja, dann kommt es eben auch, ja, und auch wie viel Steuern, Körperschaftssteuern
anders als Bill Gates, der irgendwie das über Stiftungen irgendwie tarnt, dass er ja Gutes tut mit dem Geld, musste BioNTech auch viele Millionen Körperschaftssteuer zahlen. Die sind dem Land Rheinland-Pfalz zugute gekommen. Also da sind alle sehr zufrieden mit dem, was an Profit reingekommen ist. Und wenn man die Eingangsfrage, wer sind denn eigentlich die Impfverschwörer? Ja, sind das die Leute, die Zweifel haben an einem wenig getesteten, quasi ungetesteten Medikament oder Impfstoff? Oder sind das die Leute, die erzählen, dieser Impfstoff ist also perfekt und so weiter und so weiter und Milliarden damit verdienen? Wer ist denn hier bitte schön der Verschwörungstheoretiker? Ja. Das möchte ich fragen und das müsste eigentlich auch im Rahmen der YouTube-Richtlinien eine nach wie vor erlaubte Frage sein. Zumal, wir haben ja noch was, ja, jetzt ja irgendwie ein renommiertes Gremium von Fachleuten, Ärzten, Peter McCulloch darunter, ein Kardiologe, der international auch bekannt ist, eine große Studie gemacht hat über die Frage, wie ist es eigentlich mit den Todesfällen? Also das ist eine Autopsiestudie. Stopp. Jetzt muss nochmal gar nicht. Also das geht mir jetzt zu weit. Da muss ich erst mal gucken, ob wir hier überhaupt darüber reden dürfen, weil das ist jetzt hier gefährlich, dass es hier gefährlich ist. Also warte mal kurz, mal gucken, ob wir hier das müssen wir nochmal kurz gucken bei den Richtlinien. Also Behauptungen, die den Informationen der Gesundheitsbehörde zur Sicherheit, Wirksamkeit und den Inhaltsstoffen der derzeit verabreichten zugelassenen Impfstoffe widersprechen. Sicherheit von Impfstoffen. Inhalte, in denen behauptet wird, dass Impfstoffe chronische Nebenwirkungen wie Krebs oder Lähmungen hervorrufen, abgesehen von seltenen Nebenwirkungen, die von den Gesundheitsbehörden anerkannt werden, liebe YouTube-Justizabteilung, Myokarditis, Herzmuskelentzündung, ist eine anerkannte Nebenwirkung von von den Corona-Impfstoffen. Entschuldigung, bitte. Ich wollte nur ganz sicher gehen, man kann nie genau wissen, weißt du? Ja, das Gelübde. Es ist wirklich so wie im Namen der Rose und im Mittelalter. Es gibt also jetzt Behörden, die genau auslegen, wie was gesagt werden kann und wie was man interpretieren darf. Also diese Studie, die da gemacht worden ist, die größte Autopsiestudie, die jemals über Todesfälle nach Covid-19-Impfungen durchgeführt wurde, weltweit. Die haben da 600 Arbeiten gesichtet und die klinischen Befunde. Und gemäß dem aktuellen pathologischen und medizinischen Wissensstand geprüft und kommen zu dem Ergebnis, dass diese Herzmuskelentzündungsverdachtfälle, ja, dass die zu 100% auf die Impfung zurückzuführen sind und nicht auf die Covid-Erkrankung, ja. Und dann haben sie eben auch noch rausgefunden, dass 73,9% der Todesfälle nach der Impfung auf den Impfstoff zurückzuführen sind. Die Studie ist in einem Vorabdruck erschienen auf The Lancet, einem der renommiertesten Medizinjournale, und dann wieder zurückgezogen worden. Also da sagt Lancet, ja, nee, das ist noch, also das passt jetzt auch nicht ins Narrativ, ja. Und sagen, ja, das ist, ob das wirklich, also bei dem Herzmuskelentzündung, Myokarditis, das ist okay, das dürfen Sie wohl sagen, dürfen wir ja auch, sagt ja auch die WHO. Das sind seltene Nebenwirkungen, aber diese seltenen Nebenwirkungen haben die jetzt rausgefunden, führen hundertprozentig zum Tod. Also, und das andere, das Papier ist zurückgezogen von Lancet, aber das sind alles Fakten. Ja, mag ja sein, dass an der Studie was falsch ist und es rauskommt, es sind doch nicht 73, sondern nur 68,9% oder sowas. Ja, wir sind ja keine Leute, die sowas beurteilen können, aber da sind 10 renommierte Forscher, Ärzte, Kardiologen und am Start gewesen und die setzen nicht irgendwelchen Unfug in die Welt. Warum? Sie haben doch kein Interesse daran. Ja, also das ist
Da müssen wir mal gucken. Ich denke, wir kommen mit diesen Aussagen, die wir jetzt gemacht haben, bei den YouTube-Behörden durch. Ja, das dürften sie uns eigentlich nicht abschalten, weil wir ja nur Fragen stellen und Dinge, die anderweitig und sogar in Lancet veröffentlicht waren, publizieren. Ja, das muss ja noch möglich sein, oder? Also du hast aber jetzt meinen Glauben jetzt schon ganz schön stark erschüttert. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob mein Corona-Gelübde, ich werde nachher gleich noch 10 Corona unterbeten. aber Robert, dann lass uns das jetzt beenden. Wir haben doch auch noch eine gute Nachricht am Schluss. Genau, wir haben eine verdammt gute Nachricht, denn es wird ja nicht nur der Medizin-Nobelpreis vergeben, sondern es steht auch die Nominierung oder die Vergabe des Friedensnobelpreises an. Und da gibt es einen tollen Gewinner. Jedenfalls stehen alle Zeichen auf grün und wir drücken alle die Daumen, dass er durchkommt. Nein. Nein, nicht. Auf keinen Fall. Wer ist es denn? Das ist bei den Wettbüros in Großbritannien, die wetten ja so gerne, liegt jetzt mit Abstand weit vorne Volodymyr, ich weiß nie, wie ich die Ys aussprechen soll, ja, Zelensky. Ja, der ukrainische Präsident liegt jetzt, muss man sich mal reinziehen, Leute. Ja, Friedensnobelpreis, der fährt laufend überall auf der Welt rum und sagt, er braucht mehr Panzer, er braucht Raketen, er braucht Bomben, er braucht alles. Und der kriegt jetzt den Friedensnobelpreis. Gut, Dirk und ich, die alten Männer, wir wissen, Bloody Henry Kissinger hat den gekriegt für 2,5 Millionen tote Laoten, Kambodschaner, Vietnamesen. Barack Obama hat ihn vorher ja schon gekriegt und war dann der Präsident der USA, der mehr Bomben abgeworfen hat als jeder andere vor ihm und nach ihm. Und da würde jetzt in so eine verrückte Nobelpreisträgergalerie der Zelensky irgendwie auch reinpassen. Ich habe mir aber gedacht, weil wir müssen an ihn ja auch immer denken, an Julian Assange. Es ist ja jetzt Oktober. Am 1. Oktober haben die Gerichtsferien geendet in England. Und jetzt steht irgendwie die Entscheidung des High Courts an in den nächsten 3, 4, 5 Wochen, sowas. Ja, dass jetzt wirklich die endgültige Entscheidung über seine Auslieferung gefällt wird. Und Assange steht auch bei den Vorschlägen für den Friedensnobelpreis. Und das ist ja ein Mann, der wirklich was für den Frieden getan hat, weil er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt. Ja, also da kann man doch sagen, ja, anders als Zelensky, der Waffen will für mehr Krieg, Julian hat aktiv was für den Frieden getan. Und wenn dieses Nobelpreiskomitee, was ja das jetzt mRNA, das ist ja auch schon letztlich ein alter Hut oder gibt es schon einige Jahre, dass die jetzt den Preis kriegen, hat natürlich auch mit dem ganzen Covid-Zirkus zu tun. Und so, wenn tatsächlich Zelensky da jetzt den Friedens, ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass sie so irre sind und den küren. Nein, hier das dritte Jahrtausend plädiert nochmals dafür. Hallo, Friedensnobelpreisgremium, ihr habt einen wunderbaren Vorschlag da. Und der Mann kann es wirklich gebrauchen, mit dem Nobelpreis geschützt und geehrt zu werden und aus dem Gefängnis endlich rauszukommen. Und das ist Julian Assange. Das wäre, und ich erinnere noch mal daran, Julian Assange wurde ja schon nominiert. Also ein Nobelpreisträger kann eine Person für den Nobelpreis nominieren. Und das war Mairead McGuire, die den 1977 bekommen hat, die wirklich zu Recht mit Betty Williams damals. Das war die Beendigung des Nordirland-Konfliktes. Die Frauen, die Mütter, die gesagt haben, Schluss, also keine toten Ehemänner, keine toten Söhne mehr, wo die Mütter, ein Aufstand der Mütter, das waren die beiden, eine herausragende Frau, die wirklich ein verdienter Träger dieses Preises ist und Julian Assange auch. Also ich bleibe dabei, solange Julian Assange im Gefängnis sitzt, kann es keinen freien Westen geben. Und eine gute Entschuldigung des freien Westens wäre der Nobelpreis, der Friedensnobelpreis für Julian Assange.
Das sehe ich auch so, aber wahrscheinlich wird es anders kommen. Es tut mir leid, ich habe schon zu tief in den Abgrund geschaut. Wir sind irgendwie schon so desillusioniert. Es wäre doch so schön, wenn man das alles abkaufen könnte, oder? Es wäre doch so toll. Die Welt wäre so einfach, ja? Die wird's nicht von alleine. Nochmal, wenn ihr... Wir müssen weitermachen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das selber entscheiden können. Die Leute sozusagen alle 4 Jahre wählen und dann entsetzt zu sein, was daraus wird, ist nicht die Lösung, die es gibt. Ich habe zum Beispiel gerade Thomas Piketty habe ich gelesen. Das ist ganz interessant mit den Vorschlägen für einen neuen Sozialismus. Das ist wirklich ein interessanter, das wäre auch ein Thema eventuell mal für uns, würde ich gerne referieren. Also einer bedeutendsten Wirtschaftswissenschaftler der Welt, der erklärt, warum der Kapitalismus in dieser Form am Ende ist und wie ein partizipativer Sozialismus, der nichts damit zu tun hat, was sozusagen nichts mit NKWD und ähnlichen Foltergefängnissen, sondern eine menschliche Geschichte. Wir sozusagen, ist ja auch so ein Punkt, so ein Überlasten des Gehirns mit diesen Negativinformationen, mit denen man eigentlich nicht gerne ins Bett geht. Ja, also das heißt, wenn man damit aufwacht, ist auch nicht gut, sollte man sich was anderes dazu suchen. Und das ist, wir sind gezwungen quasi ständig darüber zu reden, aber ich erinnere uns nochmal selbst daran, wir sollten eigentlich auch darüber reden, wie etwas anders aussehen könnte. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, von Tag zu Tag selber dran zu arbeiten. Für mich war das immer so ein Moment, ihr kennt dieses Spiel, wo man so 4 Steine in eine Reihe bringen muss, oder diagonal, und es kommt immer darauf an, wo man seinen Stein selber setzt, damit noch was anderes daraus werden kann. Das ist eine gute Methode, um daran zu denken, abgesehen von Herrn Keuner, den ich empfehle. Gut, okay, also viele Buchtipps, viele neue Themen, ach Mann, aber es ist ja auch so, das dritte Jahrtausend ist ja auch eine Sendung für alle Menschen, die hoffen, dass die Menschheit in der Lage sein wird, noch das vierte Jahrtausend zu erleben, ohne sich vorher selber auszulöschen, ja. Dafür sind wir ja da, dafür machen wir das ganze Jahr, und ich danke euch, dass ihr das mitmacht, denn alleine wäre das ganz schön traurig. Danke Dirk, danke Matthias, dass ihr wieder mit dabei wart. Okay, ciao, ciao. Und auch euch danke ich, dass ihr wieder mit dabei wart. Bitte liked und teilt das Video. Bitte zeigt es euren Freunden, wenn ihr findet, dass die sich für sowas interessieren könnten. Ladet es auch gern irgendwo anders hoch. Ist mir alles recht. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich bald wieder im dritten Jahrtausend. Macht's gut. Ciao.